Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Simone, liebe Freundinnen und Freunde, Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung Projekt Aufarbeitung, die Grüne Partei und ihr Umgang mit sexualisierter Gewalt. Diese Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda-Werner-Instituts ist mitnichten die erste Veranstaltung der Stiftung zum Thema sexualisierte Gewalt, sowohl hier bei uns in Deutschland als auch weltweit. Wir als Stiftung, die vor allem im Ausland aktiv ist, thematisieren sexualisierte Gewalt im Kriegskontext und dokumentieren gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern, wo immer möglich, welches Leid Frauen, Kinder und auch Männer erfahren, vor allem über sexuellen Missbrauch, über sexuelle Gewalt. Das Gunda-Werner-Institut hat im Jahr 2013, im Jahreswechsel 2013/14, die Ausstellung »Was sehen Sie, Frau Loth?« gezeigt. Gemeinsam mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm haben wir vor allem hier in der Stiftung die sexualisierten Gewalterfahrungen von Mädchen, Jungen und Frauen zum Schwerpunkt gemacht. Ich möchte all denjenigen, die sich mit dem Thema sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft beschäftigen, diese Ausstellung sehr ans Herz legen. Wir als Stiftung praktizieren auch das Thema, Ausstellungen sind nicht einmal zu sehen, sondern sollten möglichst auch durch verschiedene Städte laufen. Diese Ausstellung in jedem Fall hat hier bei uns in der Stiftung sehr viele gute Diskussionen zum Thema sexualisierter Gewalt und der Umgang der Gesellschaft damit ausgelöst. Und schon einmal im Dezember 2013 haben wir in einem Streitwert, das ist das Debattenformat des Gunda-Werner-Instituts, erstmals das Thema sexualisierte Gewalt im grünen Kontext aufgegriffen. Und auch das möchte ich hier betonen, unser Archiv Grünes Gedächtnis leistet immense Arbeit und immense Unterstützung bei der Aufklärung. Unser Archiv ist Ansprechpartnerin für Journalistinnen und Journalisten, für Rechercheurinnen, wie zum Beispiel das Göttinger Institut, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber vor allem auch eine Fundgrube für diejenigen, die sich jetzt ernsthaft auf grüner Kreisverbands- und Landesverbandsebene sowie auch in der Bundespartei mit der Aufarbeitung beschäftigen. Und ich möchte hier diesen Raum nutzen und diese Gelegenheit nutzen, dir, lieber Christoph Becker-Schaum, er ist der Chef des Archivs, an dieser Stelle einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Und ich glaube, das macht uns auch allen deutlich, wie notwendig es ist, dass wir Zeitgeschichte immer wieder dokumentieren. Nicht nur, wenn es darum geht, Verantwortung der Grünen für sexualisierte Gewalt und pädosexuelle Straffreiheit zu thematisieren. Dieses Archiv ist ja auch für andere Dinge eine wichtige Fundgrube für das grüne Gedächtnis. Wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Was hat uns bewegt in der Gründungsphase der Partei? Die heutige Diskussion, denke ich, dokumentiert sehr gut, dass die Auseinandersetzung um die Verantwortung der Grünen für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt an Kindern auch nach der Studie die Grünen und die Pädosexualität des Göttinger Instituts für Demokratieforschung und nach der Debatte auf der Bundesdelegiertenkonferenz weitergeführt wird. Wir wollen hier explizit in der Stiftung die Auseinandersetzung um die Aufarbeitung weiterführen. Diese Stiftung ist ein Ort, ein Raum für den Austausch zu den Fragen, wie weit sind wir mit der Aufarbeitung und welche Verantwortung müssen wir über das hinaus, was ja die Partei bereits getan hat, auch mit ausführlichen Forderungen auf dem Bundesparteitag, was müssen wir weiter tun? Der Frage, warum es möglich war, dass unfassbare Positionen wie Straffreiheit von sexuellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern Eingang in grüne Programmatik finden konnten, also die Einordnung in den zeithistorischen Kontext, hat die Göttinger Studie herausgearbeitet. Ebenso herausgearbeitet wurde, wer waren die Kräfte, wer waren die Akteure, aber auch, und das ist hier ja auch eine Veranstaltung des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie, die Studie hat auch gezeigt,
dass es vor allem Frauen und Feministinnen der Grünen und außerhalb und innerhalb der Grünen waren, die sich diesem Straffreiheitsansinnen und der Programmatik derer, die Straffreiheit propagiert haben, für pädosexuelle Handlungen entgegengestellt haben. Die Arbeitsgruppe Aufarbeitung, die der Bundesvorstand im Dezember eingesetzt hat und deren Mitglied auch ich selbst bin, hat parallel zur wissenschaftlichen Studie des Göttinger Instituts eigene Aktivitäten entfaltet, sich mit Zeitzeuginnen, mit betroffenen Verbänden und Beratungsstellen getroffen und auseinandergesetzt damit, was die Partei anbieten muss, wenn sie auch für Betroffene Ansprechpartnerin sein will. Kreisverbände, Landesverbände und andere Parteigliederungen haben die Aufarbeitung auf regionaler Ebene vorangetrieben. Und ich weiß natürlich auch als Mitglied der AG Aufarbeitung, dass diese Recherche, wo haben wir gegebenenfalls noch Lücken in unserer Aufarbeitung, all diese Aktivitäten laufen weiter. Den Erkenntnisstand dieser Aufarbeitung, die Frage nach dem Warum und nach den Konsequenzen sowie den Dimensionen dessen, was es bedeutet, Verantwortung für die eigene Geschichte zu übernehmen, werden wir gleich diskutieren. Und ich freue mich, dass Simone Peter selbst als Parteivorsitzende dazu gleich einiges sagen wird. Schön, dass du da bist, Simone. Uns geht es heute Abend allerdings, und das zeigt ja auch das Programm im zweiten Teil, uns geht es heute Abend nicht alleine um die Aufarbeitung, sondern auch um die Gegenwart und Zukunft, nämlich dazu, wie wir alle gemeinsam gesellschaftliche und politische Verantwortung übernehmen und wir uns alle gemeinsam mit dem Thema sexualisierte Gewalt, insbesondere gegenüber Kindern, verhalten. Welche Prävention brauchen wir? Wie begleiten wir Betroffene? Das wird heute Abend ja ebenfalls Thema sein. Von Expertinnen und Experten aus der praktischen Arbeit und von Betroffenen wollen wir heute Abend wissen, ob der rechtliche Rahmen ausreicht, welche Lücken zu schließen sind und wie Prävention und Hilfsstrukturen vor Ort aufgestellt sein müssen, damit sexualisierte Gewalt in dieser Gesellschaft nachhaltig bekämpft und die Folgen abgemildert werden können. Was kann und was muss nicht nur, aber auch grüne Politik auf kommunaler, Landes- und Bundesebene tun? Auch das heißt Verantwortung der Grünen übernehmen, nicht nur in der Aufarbeitung, sondern eben auch als aktive Partei, die sich gegen sexualisierte Gewalt, ihre Verharmlosung etc. Und eben der Bekämpfung in dieser Gesellschaft widmet. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf diesen Nachmittag und auf diesen Abend, auf die Debatten. Ich freue mich und hoffe auch auf neue Erkenntnisse. Und vor allem hoffe ich, dass dieser Abend auch dazu dient, dass wir gemeinsam weitere und neue Anknüpfungspunkte finden, wie wir besser werden in der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt und wie wir vor allem auch die Begleitung Betroffener verbessern und stärken können. Ich möchte mich schon an dieser Stelle bei allen Beitragenden, bei allen Gästen, bei allen Podiumsgästen, vor allem auch den beiden Moderatorinnen ganz, ganz herzlich für die Mitarbeit und das Hiersein bedanken. Schön, dass Sie es möglich machen, hier mit uns heute zu diskutieren. Ich möchte mich außerdem ganz, ganz herzlich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gunda-Werner-Instituts, allen voran Henning von Barken, der gemeinsam mit Gitti Henschel das Gunda-Werner-Institut leitet, bei Christine Weiß und Simone Habel. Ohne euch ist eine solche Veranstaltung wie immer nicht möglich, genauso wie bei allen anderen, die diese Abendveranstaltung begleiten. Herzlichen Dank und schön, dass Sie alle hier sind. Bevor ich nun Ines Pohl vorstelle, möchte ich hier nur noch ganz kurz einen Hinweis an Sie geben. Wir zeichnen diese Debatte heute Abend audiovisuell auf. Das heißt, wir werden den ganzen Abend dann auch dokumentieren und online stellen. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, das nicht zum Anlass zu nehmen, sich nicht an der Diskussion zu beteiligen. Ich denke, das ist wichtig. Wir haben auch mittlerweile viele Erfahrungen in der Heinrich-Böll-Stiftung
dass diejenigen, die heute Abend nicht kommen können, aber Debatte an Interesse an der Diskussion haben, sie dann eben online nachhören wollen. Und ich denke, diese Transparenz und diese weitere Verbreitungsmöglichkeit sollten wir auf jeden Fall nutzen. So, und nun habe ich das Vergnügen, Ines Pohl zu begrüßen. Ines Pohl wird gleich unsere Gäste vorstellen und das erste Podium moderieren. Ich glaube, ich muss hier nicht viel sagen, wer sie ist. Ines Pohl ist Journalistin und seit 2009 Chefredakteurin der Taz. Seit einem Jahr, genau glaube ich seit April 2014, in der Doppelspitze mit Andreas Rüthenauer. Schön, dass du da bist. Auch ihr in der Taz habt euch mit der Aufarbeitung der pädophilen und sexualisierten Gewalt in eurem Umfeld beschäftigen müssen. Du hast auch einen journalistisch-redaktionellen Konflikt um diese Thematik ausgestanden. Ich bin mal gespannt, wie das auch in deine Moderation heute Abend einfließen wird. Herzlichen Dank Ihnen und Ines, schön, dass du da bist. Danke. Also in der Vorabsprache ging es jetzt weniger um den redaktionellen Konflikt, um die Auseinandersetzung, aber natürlich spielte die Taz in dem ganzen Umfeld auch eine Rolle, beziehungsweise sind auch in der Taz früh Texte abgedruckt worden, über die man aus heutiger Sicht natürlich sagt, wie konnte sowas passieren? Also da gibt es natürlich Überschneidungen. Ich habe gerne zugesagt, heute Abend den ersten Teil dieser Veranstaltung zu moderieren. Nicht nur, weil mich natürlich die Geschichte interessiert, mich natürlich sehr umtreibt, was war wirklich der Zeitgeist, was ist da dran? Inwieweit wird Zeitgeist aber auch als Deckmäntelchen benutzt, hinter dem er sich versteckt? Darüber werden wir viel auf dem ersten Podium diskutieren, aber mich beschäftigt natürlich auch nicht nur, wie sehr dieser Konflikt, dieses Thema die letzten Bundestagswahlen bestimmt hat, sondern ich sehe mit einiger Befürchtung auch auf die nächsten Bundestagswahlen und auf die Rechtskonservativen, die ganz bestimmt wieder versuchen werden, dieses Thema gegen die Grünen zu verwenden. Und deswegen herzlichen Dank und Glückwunsch auch an euch, dass ihr dranbleibt und auch heute so eine Veranstaltung macht und nicht sagt, wir haben jetzt den Bericht publiziert und damit ist es gut. Wir fangen an die Veranstaltung mit zwei kurzen Impulsen. Alexander Hensel, der mitgearbeitet hat an der Erstellung der Studie als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung, gibt uns einen Input, fasst nochmal ganz grob die Erkenntnisse zusammen, so dass wir alle ein bisschen auf dem gleichen Wissensstand sind. Er hat maximal 13,5 Minuten. Danach wird Simone Peter sprechen. Sie wissen, es ist die Bundesvorsitzende des Bündnis 90, die Grünen. Sie war eine der ersten, die sich ganz dezidiert entschuldigt hat bei allen Opfern sexualisierter Gewalt, auch den Gewalterfahrungen durch Pädosexuelle. Das ist natürlich toll, dass sie heute dabei sein kann, weil sie eben auch in der AG-Aufarbeitung dabei ist. Es geht los mit 20-minütigen Input, Impulsvorträgen. Dann haben wir ungefähr eine Stunde auf dem Panel, um zu diskutieren. Und dann sind Sie alle gefragt, unbedingt mitzudiskutieren, Fragen zu stellen, aber vielleicht auch Ihre persönliche Perspektive einzubringen, bevor es dann eine kurze Stärkungspause gibt. Lieber Alexander Hensel, wir sind gespannt auf Ihren Input. Ja, sehr geehrte Frau Unmüßig, sehr geehrte Frau Pohl und auch lieber Henning von Bargen, ich bedanke mich sehr herzlich für diese Einladung heute Abend zu diesem spannenden, wichtigen und interessanten Thema. Ich werde heute einige Erkenntnisse unserer Forschungsgruppe präsentieren, die ja vom Bundesvorstand der Grünen beauftragt wurde, die Debatte über Pädosexualität in den 80er Jahren bei den Grünen und im Umfeld der Grünen aufzuarbeiten. Unsere Ergebnisse, Sie wissen das, wahrscheinlich sind im letzten Jahr erschienen in diesem Buch. Und ich werde davon jetzt einige wichtige oder zentrale Ergebnisse versuchen zusammenzufassen, um die Frage zu beantworten, die ja auch in dem Programmtext sehr stark unterstrichen wurde, die Frage nach dem Warum. Die historische Debatte über eine Legalisierung von Pädosexualität wirkt heute, das ist in der Tat immer wieder festzustellen, hochgradig irritierend, ja vielfach gar verstörend.
Die damals auch, aber nicht nur von den Grünen gestellte Forderung nach einer, wie es im milieuhistorischen Jargon hieß, Legalisierung einvernehmlicher und gewaltfreier Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen, können wir heute kaum mehr verstehen. Denn Sex zwischen Kindern und Erwachsenen ist nach heutigen Maßstäben weder legitim noch legal oder emanzipatorisch. Vielmehr sehen wir pädosexuelle Kontakte als sexuellen Missbrauch an, den es zu verhindern und zu bekämpfen gilt. Nun hilft uns diese heutige Sicht für ein wirkliches Verständnis der historischen Debatte nicht sehr weit weiter. Denn so wie die meisten Menschen heute über das Phänomen denken und sprechen, haben früher eben nicht alle gedacht und gesprochen. Vielmehr ist man erstaunt, wenn man in die historischen Dokumente schaut, dass man dort eine ganz andere Idee und eine ganz andere Vorstellung eben von Pädosexualität findet. Dort findet sich die Idee der Möglichkeit einer legitimen, eben gewaltfreien und einvernehmlichen Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen. Diese Idee war eine Zeit lang in einigen sozialen Milieus und in einigen politischen Szenen der alten Bundesrepublik durchaus verbreitet und wurde zum Teil als plausibel und richtig erachtet. Hier wurde angenommen, dass zumindest eine zärtliche und auf Augenhöhe vollzogene Pädosexualität per se nicht schädlich sein muss. Traumata wurden weniger als Folge der sexuellen Handlungen selbst, sondern vielmehr als Effekt der juristischen und gesellschaftlichen Ahndung erklärt. Es wurde davon ausgegangen, dass Schutzbestimmungen, die damals im Sexualstrafrecht verankert waren, damit unsinnig waren. Eine populäre Chiffre der damaligen Zeit war Pädophilie, Verbrechen ohne Opfer. So wurde vertreten, dass geltende Gesetze und Normen ein illegitimer Eingriff in die sexuelle Freiheiten und Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen darstellten. Auch wenn derartige Thesen heute beim heutigen Wissens- und Forschungsstand nicht mehr haltbar, längst widerlegt und auch überdies verdrängt sind, stellt sich doch die Frage, woher kam dieses Denken? Genau das haben wir untersucht. Grundsätzlich stellen wir dabei fest, dass Pädosexualität in der Geschichte der BRD immer dann zum Thema wurde, wenn überhaupt über eine Neuaushandlung der Grenzen von Sexualität stattgefunden hat. Wo genau aber ist das passiert? Sehr kursorisch kann ich hier nur anreißen. Erstens ist es natürlich die Debatte über sexuelle Befreiung, welche früh in der BRD startete, aber natürlich seit der Studentenbewegung von 68 deutlich an Popularität gewann. Sexualität wurde angenommen, sei unterdrückt durch Recht und Normen und müsse befreit werden. Dabei ging es oftmals und zumeist zum Beispiel um das Thema Homosexualität, aber eben auch um das Thema Pädosexualität und um die Kritik des Tabus und des Verbots, wie es damals ja noch gemeinhin genannt wurde, der Pädophilie. Zweitens finden wir entsprechende Positionen im Feld der Erziehung. Die antiautoritären und vor allem die antipädagogischen Ansätze, welche mit 68 an Bedeutung gewannen, sahen Kinder als eigenständige, entscheidungsfähige Subjekte. Ihnen sollte die Freiheit gelassen werden, sich zu entfalten. Und es wurde versucht, ihre vermeintlich zuvor unterdrückte und verdrängte Sexualität nicht nur zu entdecken, sondern auch zur Entfaltung zu bringen. Praktisch wurde dies in vielen Kinderläden und anderen pädagogischen Projekten der damaligen Zeit umzusetzen versucht. Eine kurze Blüte fand eben genau die Kritik am geltenden Gesetzen auch gegen Pädosexualität auch im Rahmen der Strafrechtsreform ab Mitte der 60er Jahre. Die Sittenordnung als Grundlage des Strafrechts sollte damals abgeschafft und durch rationale wissenschaftliche Begründungen ersetzt werden. Die dabei herangezogenen, damals hoch reputierlichen und hoch angesehenen Experten aus Pädagogik, Sexualwissenschaft und Kriminologie plädierten dabei vehement für eine rechtliche Lockerung oder gar für eine Abschärfung des Sexualstrafrechts, auch oder vor allem im Hinblick auf Pädosexualität. Dass genau diese Vorschläge später nicht beschlossen wurden, hatte andere externe politische Gründe. Ausgehend von diesem akademischen Bereich fanden entsprechende Forderungen in den 70er Jahren eine gewisse Verbreitung in Medien und Öffentlichkeit. Wenn wir in die historischen Dokumente, in alte Zeitungen und Literatur schauen, sehen wir in Kommunen, in Kinderläden, in alternativen Stadtzeitschriften, später auch in der Taz, wir hörten es gerade schon, oder auch im Feuilleton der Zeit, in der Humanistischen Union, innerhalb der Deutschen Jungdemokraten oder auch dann später im Deutschen Kinderschutzbund, die Debatte über eine Legalisierung und eine Emanzipation, wie es hieß, von Pädosexualität war damals durchaus präsent und populär, was nicht bedeutet, dass sie eine Mehrheitsmeinung gewesen ist. Hinzu kam, ab Mitte der 70er Jahre formierte, politisierte und organisierte sich in Westdeutschland eine heute weitgehend vergessene Bewegung von Pädosexuellen. Diese unterschied sich deutlich von der Szene der Knabenliebhaber, wie sie genannt wurden, der 50er und 60er Jahre, welche sich am autoritären Ideal des pädagogischen Eros orientierten.
Die Power-Pedos der 70er Jahre, wie sie sich selber nannten, entwarfen dagegen das Ideal einer vorgeblich egalitären, antiautoritären sowie emanzipatorisch verstandenen Pädosexualität. Ihre Ideen waren kulturell damit relativ anknüpfungsfähig, nicht nur für das alternative und linksliberale Milieu, sondern vor allem auch für die zweite deutsche Schwulenbewegung, welche sich Ende der 70er Jahre für das Thema öffnete und sich solidarisch erklärte. Betrachtet man die enorme ideologische und politische Heterogenität der frühen Grünen in ihrer Gründungsphase, verwundert es dann eigentlich letztendlich kaum, dass ein liberal und emanzipatorischer gewendeter Diskurs über Pädosexualität neben vielfachen anderen Strömungen und anderen politischen Sektierertümern Eingang in die Partei fand. Dennoch lassen sich hier einige spezifische Faktoren finden, welche die Offenheit bei den Grünen bestimmt und unterstützt haben. Zum Ersten findet sich auch bei den Grünen, wenn es auch nicht in der Kernagenda unbedingt verankert ist, zumindest auf identitärer Ebene, das Streben nach sexueller Befreiung, zumindest für die Selbsterzählung der Grünen ist das bis heute ja ein durchaus wichtiges Thema. Zum Zweiten hegten die Grünen früher in ihrer Frühphase eine ausgeprägte, ja zum Teil überhöhte Empathie für Minderheiten. Diese wurden aus basisdemokratischen Überzeugungen heraus, wurde ihnen ein offener Zugang, ein besonderer Schutz und besondere Unterstützung gewährt. Zum Dritten finden wir bei den Grünen den durch 68 und den Deutschen Herbst vorangetriebenen und angeheizten Diskurs über Antirepression. Kurz, dem Staat, Gesetzen und dem Handeln von Justizbehörden begegnete man damals überaus misstrauisch und kritisch. Das galt natürlich vor allem für vermeintliche oder tatsächliche politisch Verurteilte. Zum Vierten findet sich bei den Grünen eine alternative Wissenschaftsgläubigkeit, die natürlich für die Oppositionsarbeit damals überaus wichtig war. Der Umgang mit vom Mainstream in Wissenschaften abweichenden Erkenntnissen war wichtiger Teil der eigenen Argumentation und damit für die Grünen nicht ungewöhnlich. Genau diese Struktur finden wir jedoch auch in der Debatte über Pädosexualität später wieder. All diese Faktoren bedingen eine strukturelle und kulturelle Offenheit der Grünen für Forderungen, welche nicht unmittelbar zu dem Kern ihrer Identität, zum Kern ihrer Ideologie und Programmatik gehören. Zudem bedurfte es aber, einige von Ihnen werden das aus der Parteiarbeit natürlich selber wissen, konkrete Gruppen, welche Forderungen und Positionen konkret vorbereiten, vorantreiben, organisieren und im Zweifelsfall das natürlich hochgradig basisdemokratisch durchkämpfen. Das wäre auf der einen Seite natürlich die Schwulenbewegung, welche sich innerhalb der Grünen ab ihrer Gründungsphase mehr und mehr engagierte und dort vor allem für die Diskriminierung von Homosexualität kämpfte. Durch sie wurde die Formel der schwulen Solidarität mit den Pädos, wie es genannt wurde, sowie die Forderung nach einer Legalisierung von einvernehmlicher Pädosexualität verbreitet und in der Partei verfolgt. Auch wenn natürlich nicht alle schwulen politischen Arbeitsgruppen diese Position teilten und es vor allem immer wieder eine starke Auseinandersetzung, vor allem in den späteren Phasen in den 80er Jahren gab, unterstützte die Bundestagsfraktion der Grünen ab 83 die Arbeitsgruppe Schwule, Transsexuelle und Päderasten, kurz SCHWUP. Die SCHWUP setzte sich für eine Abschaffung des gesamten Sexualstrafrechts rein und war auch nach der Loslösung von der Bundestagsfraktion ein treibender Akteur innerhalb der Partei. Auf der anderen Seite finden wir die antipädagogisch ausgerichteten Aktivisten der Kinderrechtsbewegung, welche Forderungen programmatisch vorantrieben. Diese trachteten nach der Freiheit und Gleichberechtigung von Kindern eben auch in sexueller Hinsicht. Ein wichtiger, wie schillernder Akteur war hierbei die Nürnberger Indianerkommune. Obgleich die Indianer, viele werden sich daran wahrscheinlich erinnern, die Veranstaltungen der Grünen immer wieder störten und sabotierten, wurden sie eine lange Zeit toleriert, unterstützt und einbezogen. Höhe- und Bruchpunkt dieser Beziehung war 1983 der einberufene Kinder- und Jugendkongress in Camp Lindfort. Das Zusammenspiel dieser Faktoren, also erstens die allgemeine kulturelle und politische Vertrautheit der Forderungen, zweitens die parteikulturelle Offenheit und drittens die konkreten programmatischen Initiativen einzelner politischer Gruppen, erklären, warum die Legalisierung oder die Forderung nach der Legalisierung einvernehmlicher Pädosexualität unterstützt, akzeptiert oder zumindest geduldet wurde. Betrachten wir den innerparteilichen Verlauf der Debatte, zeigt sich, dass die Forderung vor allem ab 1980 zunehmend in den Diskussionen auftaucht. Programmatischen Niederschlag fand sie in Landes- wie Kommunalprogrammen. Wir haben das an anderer Stelle genauer ausgeführt. Unter anderem in NRW, in Berlin, in Bremen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch in Städten wie Hannover, Göttingen, Köln oder Braunschweig. Diese Beschlüsse wurden zum Teil unwissend und desinteressiert durchgewunken. Zum Teil wurden sie nach heftigen Kontroversen beschlossen oder auch zurückgewiesen.
hinzukommen, für die Grünen ja spezifischen Wahlverfahren in der damaligen Zeiten, wie zum Beispiel Minderheitenvoten, von denen es ja auch einige gab. Den Höhe- und Wendepunkt dieser Debatte bildete sicherlich die Beschlussfassung in NRW im Jahr 85. Ein entsprechender Beschluss auf dem Parteitag von Lüdenscheid löste umgehend eine heftige mediale Debatte als auch eine innerparteiliche Debatte aus. Nach kontroverser Beratung wurde die modifizierte Form letztlich nur als Arbeitspapier beschlossen, doch der Skandal war manifest und für die Grünen ein riesiges politisches Problem. Die Eskalation in NRW trieb zugleich aber den innerparteilichen Konflikt um das Thema voran und läutete eine Klärung ein. Sie stärkte Gegner und schwächte die Befürworter der Forderung. Zudem geriet die weitreichende Toleranz von Minderheitenpositionen als manifester Nachteil im politischen Wettbewerb zunehmend auf die Agenda. Überhaupt, die Partei machte in der zweiten Hälfte der 80er Jahre natürlich einen Wandel durch. Sie wurde professioneller und pragmatischer, was natürlich mit ihrer parlamentarischen Arbeit, der Veränderung der Parteibasis und anderen Faktoren zu tun hat. Vor allem auf Initiative der feministischen, wir haben es gerade schon angedeutet gehört, und frauenpolitischen Gruppen veränderte sich innerhalb der Partei aber auch die Perspektive auf Sexualität. Den potenziellen Gewinnen und Vorteilen sexueller Befreiung wurden zunehmend Gefahren und Probleme gegenübergestellt. Stichworte sind hier sexueller Missbrauch, Ausbeutung und strukturelle Machtgefälle. Im Rahmen der verstärkten Flügelkämpfe ab Mitte der 80er Jahre gewannen die Frauengruppen sukzessive an innerparteilicher Bedeutung und konnten so ihre Perspektiven sukzessive durchsetzen. Auch innerhalb der Schwulenbewegung allgemein, aber auch innerhalb der innerparteilichen schwulen Gruppen setzte nach 85 ein langsamer und zum Teil zäher Abschied von der schwulen Solidarität mit den Pädosexuellen ein. Schwulenpolitik wurde nach heftigen Auseinandersetzungen pragmatischer, neu organisiert. Die Schwupp wurde durch die BAG Schwulenpolitik ersetzt, was mittelfristig zum Bruch mit den einstigen Forderungen führte. Sie haben mich im Vorfeld der Veranstaltung gefragt, warum derartig abseitige, völlig unverständliche Forderungen überhaupt jemals entstanden sind. Die Antwort darauf ist, es handelt sich um eine historische Perspektive, die eben keineswegs immer abseitig, absurd oder unplausibel war, sondern im historischen Kontext durchaus nachvollzogen werden konnte und nachvollzogen. Warum, fragten Sie mich ebenfalls, stand die Perspektive der Betroffenen denn nicht im Zentrum der Debatte? Hier ist die Antwort, eine solche ja historisch-feministisch inspirierte Perspektive war damals weder inhaltlich noch politisch ausentwickelt. Entsprechende akademische Forschung, Begriffe und Konzepte waren zumindest in der BRD in dieser Zeit noch im Aufbau und die damit eng verknüpfte politische Arbeit der Antimissbrauchsbewegung entfaltete sich auch erst in diesen Jahren und gelangte erst ab Mitte bis Ende der 80er Jahre zu größerer Bedeutung. Wozu also die historische Aufarbeitung? Die detaillierte Analyse der damaligen Debatte ist schlicht notwendig, um zu verstehen, wie und warum sich die Debatte entwickelt hat. Sie zeigt, wie stark die Positionen und Perspektiven, auch das haben wir mit dem Hinweis auf den Zeitgeist schon gehört, an historische Bedingungen geknüpft sind und wie wichtig auf der anderen Seite die stete kritische Reflexion von Macht- und Herrschaftsmustern nicht nur, aber eben auch im eigenen politischen und sozialen Milieu ist und bleibt. Vielen Dank. Als 80 ein bisschen niedrig, ne? Haben Sie eben auch schon. 1,83, genau. Nee, kein Problem. Lass mal. Dankeschön. Die Schuhe aus. Für kleine und große Frauen. Dankeschön. Wow, es geht doch. Danke sehr. Ja, liebe Barbara, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlichen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung, an das Gunda-Werner-Institut, dass ihr wiederholt das Thema Aufarbeitung hier auf die Agenda in den Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung gesetzt habt und damit auch den parteiinternen Aufarbeitungsprozess begleitet. Und der soll ja kein parteiinterner Prozess bleiben, sondern soll in die Öffentlichkeit tragen. Er soll deutlich machen,
wie wir als Partei unsere Geschichte aufarbeiten und wie wir die derzeitigen, auch die zukünftigen Herausforderungen rund um das Thema sexueller Missbrauch besonderen an Kindern in den Fokus stellen können. Die Partei beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem Thema. Im Frühjahr 2013 wurde das Göttinger Institut für für Demokratieforschung beauftragt, das Thema wissenschaftlich aufzubereiten, aufzuarbeiten. Und wir haben als amtierender Vorstand dann im Herbst 2013 beschlossen, wir möchten diesen Prozess auch politisch begleiten. Es geht nicht nur darum, eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu haben, sondern eben auch zu wissen, wie können wir ins Gespräch kommen mit den Akteuren der damaligen Zeit, wie können wir der Verantwortung gerecht werden, dass damals Beschlüsse, Forderungen formuliert wurden, die nicht mehr in die heutige Zeit passen, die damals auch schon nicht gepasst haben, aber die damals einen anderen Kontext hatten und die für uns, das haben wir im Jahr 2013 ja auch intensiv zu spüren bekommen, als Partei ein Problem bedeuten, aber auch ein gesamtgesellschaftliches Problem bedeuten und deswegen die Verantwortung dafür übernommen, einen Prozess einzuleiten. Der AG, der Arbeitsgruppe, gehörst du, liebe Barbara, an. Deswegen auch von meiner Seite nochmal der Dank an dich, dass du das als Vorsitzende der Böll-Stiftung eben auch in die Partei reinträgst, was deine Anliegen sind, was eure Anliegen sind. Es sind andere hier. Ich freue mich, dass Katja Dörner heute hier ist, die zur Arbeitsgruppe dazugehört. Christoph Becker-Schaum wurde schon genannt. Dass in der Partei eine große Gruppe gefunden wurde, die sich intensiv mittlerweile in 7 Sitzungen mit dem Thema Aufarbeitung befasst hat, die eine ganze Reihe von Prozessen angestoßen hat, um unserer eigenen Parteigeschichte ein Spiegelbild zu geben und damit den Aufarbeitungsprozess voranzubringen. Das Göttinger Institut hat Ende 2014 einen Bericht vorgelegt. Ich habe das im November 2014 mit Professor Walter der Öffentlichkeit vorgestellt und der Bundesparteitag hat sich dann Ende November 2014 mit den Ergebnissen dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung beschäftigt. Wir hatten damals da eine gesicherte Tatsachenbasis, an der wir anknüpfen konnten, um die Erkenntnisse zu beleuchten, die in dem Bericht gefasst wurden, aber auch um Konsequenzen zu überlegen, die daraus zu ziehen sind. Und weil ich jetzt eben Dank ausgesprochen habe, auch ganz konkret an Herrn Röhrig, mein Dank von hier aus, freue mich, dass Sie auch heute hier dabei sind, dass Sie unseren Parteitag begleitet haben, dass Sie den ganzen Prozess begleitet haben, dass Sie ein für uns ganz wichtiger Ansprechpartner waren, dass Sie auch in Kontakt mit den Verbänden, mit denen wir den Kontakt gesucht haben, uns deutlich gemacht haben, welche Rolle das Thema nicht nur für unsere Partei hat, sondern welche Bedeutung das für die gesamte Gesellschaft hat und dass wir auch nicht aus der Verantwortung entlassen sind, diesen Prozess in der historischen Aufarbeitung zu belassen, sondern das auch in die Zukunft zu führen und ganz konkret mit einer politischen Agenda zu begleiten und eine politische Programmatik auch darauf abzustimmen. Ich möchte auch an dieser Stelle, auch wenn er leider nicht da ist, Adrian Körfer danken. Wir haben gerade eben drüber gesprochen. Er war eine ganz zentrale Figur für uns, der mit einer sehr bewegenden Rede bei dem Parteitag den Delegierten und der Öffentlichkeit deutlich gemacht hat, wie ein Betroffener, der gleichzeitig die Kraft hat, nicht nur sich vor ein solches Auditorium zu stellen, sondern sich auch für die Gesellschaft im Rahmen seiner Vereinstätigkeit zu engagieren. Und glaube, uns allen deutlich gemacht hat, wie wichtig dieses Thema ist und hiermit auch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Ich möchte mal von dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich unseren Dank an ihn aussprechen. Habe ihm das ja auch direkt nach der Bundesdelegiertenkonferenz vermittelt. Wir hatten auf dem Parteitag die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit, uns mit den Ergebnissen des Göttinger Instituts auseinanderzusetzen, dass die pädophilen Strömungen in den Gründungsjahren unserer Partei ein Forum und auch eine Unterstützung fanden, wie wir sie im Nachhinein für uns nicht mehr nachvollziehen konnten, dass es diesen Strömungen gerade in der ersten Hälfte der 80er Jahre gelungen war, ihre Forderung nach Straffreiheit in einigen Programmen
und Beschlüssen auf Bundes-, Landes- und auch Kommunalebene zu verankern. Und ich möchte auch das nochmal an dieser Stelle sagen. Für uns ist auch in dieser Aufarbeitung und auch mit der Deutlichkeit, mit der das Göttinger Institut den Prozess dargestellt hat, klar geworden, die damals gefassten Beschlüsse, die waren zu keiner Zeit akzeptabel. Wir bedauern das zutiefst. Wir haben bewusst die Entschuldigung ausgesprochen. Ich spreche sie bei jeder Gelegenheit nochmal aus, weil sich immer wieder Opfer in unserem unmittelbaren Kontext befinden. Wir wissen, dass wir durch die Beschlüsse und die Forderungen aus der damaligen Zeit möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, Opfer verhöhnt haben, die sich dadurch in ihrem Leid doppelt getroffen haben und dass wir auch Täter möglicherweise legitimiert haben für ihre Taten. Das muss man so anerkennen, das muss man so konstatieren und dafür möchte ich auch an dieser Stelle nochmal mein tiefstes Bedauern aussprechen. Die damaligen Beschlüsse, von denen wir uns heute deutlich distanzieren, denen lag die falsche Vorstellung zugrunde, dass es einvernehmliche Sexualkontakte zwischen Erwachsenen und Kindern geben kann. Und wir wissen seit langem, dass die Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern immer sexualisierte Gewalt gegen die Kinder ist. Es ist eine Form des Machtmissbrauchs, die mit schwerwiegenden und meist lebenslangen Folgen für die Betroffenen einhergehen. Und es hätte von unserer Seite auch schon viel früher Konsequenzen daraus geben sollen. Wir sind den inakzeptablen Forderungen sicher nicht in dem Maße nachgekommen, wie wir es hätten tun sollen. 2013 ist bestimmt die ein oder andere Aufarbeitung oder die ein oder andere Formulierung nicht in dem Maße möglich gewesen in der aufgeheizten Wahlkampfatmosphäre. Aber glaube, dass es richtig und gut war, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir in den intensiven Debatten, die in 2013 dann gestartet sind, eben diesen Aufarbeitungsprozess angestoßen haben und dass wir auch eine wichtige wissenschaftlich fundierte Basis von Seiten des Göttinger Institutes bekommen haben. Wir haben, wie ich eben schon sagte, sicher zum einen damit gerade in den 80er Jahren die Opfer in ihrem Leid verhöhnt. Wir haben die Täter möglicherweise dazu stimuliert, Taten durchzuführen. Und was wir heute auch wissen, es gab Täter mit grünem Parteibuch. Es gab Menschen, und das hat der Bericht von Professor Walter dargelegt, das hat auch nochmal das Buch von Herrn Füller dargelegt, es gab Menschen, möglicherweise gibt es nach wie vor Menschen, wie in anderen Institutionen, anderen Gliederungen, verschiedenster Organisationen auch, die Missbrauch an Kindern verüben. Und deswegen ist es für uns auch von großer Bedeutung, dass wir das Thema als Partei ernst nehmen, dass wir als Partei überlegen, wie können wir den Prozess nicht nur, wie ich eben schon sagte, als Aufarbeitung in die Historie zurück, sondern eben auch nach vorne gestalten. Wie können wir im Weiteren davor gefeit sein, dass wir Beschlüsse fassen, die möglicherweise in der einen oder anderen Form Menschen nicht nur diskreditieren, sondern im höchsten Maße verletzen? Wie können wir in der eigenen Partei dafür Fürsorge treffen, dass es nicht zu Übergriffen kommt? Wir haben als Partei am Ende der Aufarbeitung beschlossen, dass wir Ombudspersonen einrichten, dass wir gezielt Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner in der Partei benennen, die auf allen Ebenen sich kümmern und dafür Sorge tragen, dass hier frühzeitig erkannt wird, wenn es Menschen gibt, die zu solchem Missbrauch neigen, dass wir die politischen Möglichkeiten nutzen. Und das wird ja nachher Katja Dörner in einem zweiten Teil auch darstellen, beziehungsweise mitdiskutieren, hier ganz gezielt auch die Arbeit des Bundesbeauftragten von Ihnen, Herrn Röhrig, mit zu unterstützen, dass wir die Beschlüsse des Runden Tisches sexuellen Missbrauch umgesetzt sehen wollen, dass es für uns ein ernstes Anliegen ist, nicht nur einen politischen Prozess zu starten, sondern auch ganz gezielt Opfer zu entschädigen, einen Fonds einzurichten, der Opfern hilft und hier eben Möglichkeiten zu suchen, mit Opfern ganz gezielt nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern auch gezielt zu helfen, sofern man diesen Anspruch überhaupt bekommen kann. Ich komme gleich zum Ende. Noch drei Sätze vielleicht zur Aufarbeitungsgruppe. Wir haben, das wurde aber eben schon angesprochen, Gespräche mit Zeitzeugen und Zeitzeugen geführt, weil es uns wichtig war, Menschen innerhalb und außerhalb der Partei damit nicht nur zu konfrontieren, sondern deren Erfahrungswerte auch zu dokumentieren.
dokumentieren. Dazu wird es auch eine Dokumentation geben. Wir haben das Gespräch mit den betroffenen Verbänden gesucht. Das wird auch nochmal, da wird nochmal angeknüpft, weil wir jetzt nach einem Jahr Aufarbeitung auch eine eigene Erfahrung, einen Erkenntnisgewinn haben, den wir gerne mit den betroffenen Verbänden teilen wollen und deren Einschätzung nochmal hören wollen. Wir haben mit den Landesverbänden Gespräche geführt. Wir haben schon früh Ende 2013 einen Leitfaden rausgegeben, der deutlich machen sollte, auch wenn die wissenschaftliche Studie existiert, wir haben sicher noch Nischen oder Bereiche, die noch nicht vollständig untersucht sind. Wir wollen, dass alle Landesverbände in ihre Archive nochmal reingehen, sofern das nicht beim Archiv der Böll-Stiftung liegt. Wir wollen, dass alle Landesverbände mit ihren Zeitzeuginnen, Zeitzeugen, sofern sie noch leben, einige sind verstorben, das Gespräch suchen und dokumentieren, wie die einzelnen Prozesse auf Landes- und auf Kommunalebene zu gestalten sind. Diese Prozesse sind teilweise noch nicht abgeschlossen, deswegen wird auch der Aufarbeitungsprozess noch nicht abgeschlossen sein. Wir sehen uns in der Verantwortung, dass wir die Dinge, die den politischen Prozess, den eigenen Aufarbeitungsprozess so lange fortsetzen, bis wir sicher sind, dass wir in der Vergangenheit aufgearbeitet haben. Aber wie schon gesagt, wir sind natürlich nicht dagegen verwehrt, dass wir auch weiterhin Ansprechpartner sein wollen. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir auf Anraten der betroffenen Verbände eine Anlaufstelle eingerichtet haben, erst per E-Mail, dann per Telefon, die zur Verfügung steht, um Menschen, die mit uns in Verbindung treten wollen, eben direkt in Kontakt treten zu lassen, dass wir die Möglichkeit bieten, diesen Menschen nicht nur Hilfe zu leisten, sondern für uns auch Gesprächsebene anbieten. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg, dass wir noch einiges in der Debatte vertiefen können, sowohl was die historische Betrachtung angeht, als auch was die Debatte und die Brücke in die Zukunft angeht, wie wir den programmatischen Prozess weiter begleiten können. Ich muss mich gleich entschuldigen, dass ich beim zweiten Panel nicht mehr dabei sein kann, aber ich bin froh, dass hier die Debatte erfolgt und kann Ihnen versichern, das wird nicht die letzte Veranstaltung zu dem Thema sein und auch nicht die letzte Möglichkeit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir werden den Prozess fortsetzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die ausführliche und kompetente Einführung. Ich darf Ihnen, bevor wir hier oben einsteigen in unsere Diskussion, noch die beiden vorstellen, die ich noch nicht vorgestellt habe, die jetzt mitdiskutieren. Das ist zum einen Volker Beck, zu dem muss ich, glaube ich, nicht so sehr viel sagen. Er ist Mitglied des Bundestages. Schön, dass er heute da sein kann, obwohl ja Plenarsitzungen sind. Er ist bekannt für vieles, für Menschenrechte, ist ein ganz großes Thema für ihn natürlich immer wieder der Einsatz für die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Er war schon in den 80er Jahren aktiv im Bundesverband Homosexuelle der Grünen. Er ist sicher hier auch als Zeitzeuge auf dem Podium und wird uns sicher die eine oder andere Frage beantworten können, wie das damals diskutiert wurde und wie dann sozusagen der Prozess der Erkenntnis Raum gegriffen hat. Neben mir direkt sitzt Milena Noll, Frau Dr. Milena Noll, toll, dass Sie da sind, aus Frankfurt angereist, von der Goethe-Uni. Sie ist Genderwissenschaftlerin, erforscht sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder, beschäftigt sich aber auch mit den Schwächen in Forschung und pädagogisch-therapeutischen Handlungsfeldern, also geht ein bisschen darüber hinaus. Sie macht derzeit Veranstaltungen unter anderem zu Kinder- und Jugendschutz in schwierigen Hilfsprozessen, finde ich sehr spannend. Wenn ich Studentin wäre in Frankfurt, würde ich sicher teilnehmen, auch die das zweite Seminar, was sie anbietet, sexuelle Gewalt und Intervention, ist natürlich ein Feld, was hier sehr gut hinpasst. Frau Dr. Noll, ich würde gerne die erste Frage an Sie richten. Wir sind hier ja eingeladen vom Gunda-Werner-Institut. Wir haben jetzt viel gelernt über den Zeitgeist, über die Bedeutung der sexuellen Befreiung für die Herausbildung des grünen Selbstverständnisses, die Bedeutung vom Schutz von Minderheiten, natürlich die ganz grundsätzlich antirepressive Grundhaltung gegenüber staatlichem Handeln, auch eine alternative Wissenschaftsgläubigkeit, da hat Herr Hensel auch darauf hingewiesen. Was mir in den ganzen Untersuchungen irgendwie zu kurz kommt, ist die Frage danach, wo waren eigentlich die Frauen?
wo waren eigentlich die Feministinnen und spielt nicht der Vorwurf, der in der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Beitrag in der Taz durchaus auch durchschimmert, dass die Kritikerinnen der Pädo-Bewegung sofort abgetan wurden als prüde, weiß ich nicht, asexuelle, frigide Frauen. Welche Rolle spielt es in der ganzen Geschichte, wenn wir zurückgucken und dann sicher auch nach vorne gucken? Nehmen Sie sich ruhig ein eigenes Mikro, bitte. Ja, dazu muss ich erstmal sagen, also im Feminismus, also in der feministischen Bewegung, gab es unterschiedliche Strömungen von linksorientierten bürgerlichen Bewegungen bis hin zu autonomen Gruppen, bis hin also sozialistischen Gruppenbewegungen. Also das war ja nicht eine Einheit, die Frauenbewegung. Es ging erstmal um die thematischen Bereiche allgemein, um Sexualität, um Selbstbestimmung, um Rechte zu gewinnen. Bisher also war die Frau als andere Geschlecht betrachtet worden, auch in der Wissenschaft. Ja, die Reproduktion als der Arbeit, der Frauenarbeit wurde der Frau zugeschrieben, dem Privaten. Und im Folge der Frauenbewegung war sozusagen das Private und das Politische sehr erstmals eigentlich ja öffentlich zusammengedacht. Vorher war es ziemlich getrennt in der Wahrnehmung und natürlich in der Unterdrückung der Frauen oder der Geschlechterverhältnisse, würde man ja eher davon sprechen. Warum sie nichts gesagt haben, also zumindest mal in den 70er Jahren, zumindest es gab schon Tendenzen, aber es ging sehr viel um die Enttabuisierung der sexuellen Unterdrückung gegen Frauen, die Geschlechterverhältnisse, die Themen, die ich eben genannt habe, um die Frauenrechte, um Wahlrechte zu erkämpfen und das erstmal politikfähig machen. Alice Schwarzer war auch eine der Vertreterinnen, die ja auch ganz stark das ja politische ja handlungsfähig gemacht hat oder in Öffentlichkeit zum Sprechen gebracht hat. Ja, das Private ist politisch war ja auch ein Slogan. Und also in den 70er Jahren war es mehr sozusagen, dass man das System kritisierte. Also dass die Gesellschaft sollte sich verändern und weniger das Individuelle. Zwar über Freiheiten und Selbstbestimmung der Frauen, ganz klar in der sexuellen ja Orientierung und Ausleben. Die Frau sollte zum eigenen Körperrecht sozusagen gelangen. Und in den 80ern könnte man sagen, war es mehr sozusagen die Öffnung über was in den 70er Jahren schon auch thematisiert worden ist. Gewalt war ein ganz präsentes Thema, ein wichtiges Thema in dem Kontext Sexualität und Gewalt. Und in den 80ern kam dann verstärkt eben dieser Missbrauchsdiskurs hinzu, weil also durch die Selbsthilfe. Wenn Sie richtig verstehen, 70ern erstmal sozusagen die individuelle persönliche Befreiung, ist es richtig, fasse ich Sie richtig zusammen? Und dann erst zum in Teil. Den 80ern die Bewusstwerdung, dass man sich natürlich auch drum kümmern muss als Feministin, wenn nicht nur einer selbst sozusagen sexuelle Gewalt angetan wird, sondern auch anderen? Nein, in den 70ern war das natürlich auch ein Thema. Also ganz klar, also das Individuelle natürlich mit dem Gesellschaftspolitischen. Aber da ging es mehr sozusagen um gesellschaftsverändernde Bewegungen in Gang zu bringen. Das hat man zum Beispiel auch deutlich gemacht über die ersten Gründungen von Frauenhäusern in Berlin zum Beispiel, wo Frauen sich aus Gewaltverhältnissen befreien konnten und oder auch Strömungen, die eigene Sexualität zu entdecken. Also thematisiert hat man das zum Beispiel am Orgasmuszwang, zum Beispiel, dass sehr stark sozusagen eine Männer-Definitionsmacht vorher besaß. Und hier ging es um die Selbstbestimmung, um die Rechte der Frauen zu stärken, aber sie eben gesellschaftskritisch, gesellschaftsverändernd zu steuern. Okay, vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Volker Beck, wie erinnern Sie die Zeit? Sie waren bei den Schwulen unterwegs. Gab es eigentlich auch schwul-lesbisch irgendwas? Oder waren das nur die Jungs unter sich in den frühen Grünen?
Also das ist bis heute bei uns in der Partei geschlechtergetrennt. Die BAG-Schwulenpolitik und die BAG-Lesbenpolitik tagen inzwischen häufiger mal gemeinsam, aber es sind zwei selbstständige Bundesarbeitsgemeinschaften und die BAG-Schwulenpolitik ist auch die einzige, die in unserer Satzung seit 1986 von der Quotierung ausgenommen ist und sogar eine gewisse Bestandsgarantie genießt. Wie erinnern Sie sozusagen zum ersten oder wann wurde Ihnen deutlich, dass es Frauen gibt, die die Schwulenpolitik ganz grundsätzlich angreifen, wenn es um Rechte geht, Sex mit Jugendlichen und Kindern zu haben? Haben Sie da so ein Momentum, wo Sie einen Artikel von Alice Schwarzer gelesen haben und gedacht haben, Mensch, da ist irgendwas dran, sollten wir mal drüber nachdenken? Die Frage, wenn man sie an mich stellt, ist eigentlich eine andere Geschichte. Also ich bin zu den Grünen gekommen, die Grünen waren auch meine erste Schwulengruppe sozusagen und habe angefangen, Schwulenpolitik zu machen und hatte über dieses Thema außer dem 175 eigentlich erstmal gar nicht nachgedacht. Ich bin auf dieses Thema oder damit konfrontiert werden eigentlich erst in den grünen Parteistrukturen und zwar auf der Bundesebene. Wir in unserem Landesarbeitskreis in Baden-Württemberg hatten da eigentlich eine klare Haltung. Das war nicht auf unserer Agenda, jenseits der Streichung des Paragraphen 175, der damals homosexuelle Handlungen von erwachsenen Männern über 18 Jahren mit Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren kriminalisierte, was es im heterosexuellen und im lesbischen Bereich vergleichbar nicht gab. Diese Streichung, das war unser Thema und die Rosalisten, die aufgrund dieses Paragraphens errichtet wurden und dergleichen Diskriminierungsthemen. Und erst mit dem Kontakt über die Bundesebene stieß ich dann auf dieses Thema Pädosexualität, auf den Slogan einvernehmliche gewaltfreie Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern und begann damit mich zunächst erstmal auseinanderzusetzen. Auch ein Stück weit naiv und unvorbereitet auf diese Debatte gestoßen und damit konfrontiert mit bestimmten Argumentationssträngen. Einmal die Motive natürlich von Zeitgeist reden, weil den gibt's nicht genauso wie den Weltgeist zu Pferde. Es gab natürlich sozusagen bestimmte Muster in einer Subkultur von Sichtweisen, Argumentationsmustern, die akzeptiert waren. Der antirepressive Diskurs war akzeptiert. Die basisdemokratische Haltung, dass man erstmal jeden sein Anliegen vortragen lässt. Und für die Schwulen gab es etwas, was, glaube ich, in der Schwulenbewegung auch dazu geführt hat, dass diese pädophilen Forderungen mit auf die Agenda gerieten. Einmal eine gemeinsame Optik. Wir waren Opfer des staatlichen Diskriminierungs- und Repressionsapparates als homosexuelle Männer, auch wenn wir überhaupt nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten. Das war die Situation. Daran knüpfte diese pro-pädophile Argumentation an. Und dann, glaube ich, gab es subjektiv bei vielen von uns, und ich glaube, das war bei mir auch so, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Projektion auf die eigene verdorbene Jugend eigentlich. Weil Homosexualität nicht denkbar war, wurden wir alle ein Stück weit um unsere Liebes- und Sexualitätsaspekte in unserem jugendlichen Heranwachsen betrogen. Und deshalb konnte man so eine Vorverlagerung der Strafbarkeit gut argumentieren, weil wir alle dachten, ach, hätte uns doch mal jemand früher wach geküsst. Das war natürlich eine völlig verdrehte Perspektive auf die Situation von Kindern und auf die Grenzen, die man da auch zum Schutz der Kinder ziehen muss. Und für diese gedanklichen Fehler, sowohl unseres Diskurses, unserer Beschlüsse, obwohl ich nie zu denen gehört habe, diese Agenda sich zu eigen gemacht haben, aber immanent in diesem Diskurs habe ich auch viel Unsinn mitgetragen und auch selbst geschrieben. Da kann ich nur um Entschuldigung bitten gegenüber Opfern von sexuellem Missbrauch und vor der Banalisierung dieses Unrechts, was zum Teil in diesen Worten, die wir geschrieben und gesagt haben, drinsteckt. Der Prozess der Erkenntnis, dass es eine Lüge ist, dass man bloß weil es gewaltfrei ist, also ohne Körperverletzungen und ohne
Nötigung im Sinne des Strafgesetzbuches. Dass es deshalb es trotzdem keine einvernehmliche sexuelle Handlung zwischen Erwachsenen und Kindern gibt, das ist mir langsam und auch schrittweise erst gedämmert in der Auseinandersetzung mit den damaligen Ergebnissen von Beratungsstellen, die im Bereich sexuellen Missbrauch gearbeitet haben. Und da muss man auch sehen, am Anfang war das Thema Opfer sexuellen Missbrauchs, auch in den Beratungsstellen, überwiegend das Thema sexueller Missbrauch in der Familie. Deshalb konnte man mit der Lebenslüge eine Weile durchkommen in der schwulen Bewegung, dass man sagt, naja, es gibt einerseits den sexuellen Missbrauch in der Familie, das ist schlimm, dagegen muss man was tun. Und dann gibt es die gute einvernehmliche Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern außerhalb der Familie mit ganz verständnisvollen Pädos, die nur gucken, was dem Kind gut tut, wo das Kind immer der Beherrscher der Situation ist. Hört sich absurd an, aber das wurde so erzählt. Dann kam hinzu, dass der Stand der wissenschaftlichen Forschung damals eigentlich uns, denjenigen, die missbraucht haben, haben gesagt, was die Frauen da erzählen aus diesen Missbrauchsberatungen, kann das denn stimmen, was ihr mit eurer Ideologie, was ihr da seht, da gibt's doch irgendwie einen Bruch, da gibt's doch einen Widerspruch. Dann packte man die Studie immer von Bauermann, BKA, Bundeskriminalamt, auf den Tisch, die größte damals existierende Befragung von Opfern von Sexualdelikten. Und diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass eigentlich, wenn keine Gewalt vorliegt, die Schädigung durch das Strafverfahren stattfindet und nicht durch die Tat. Und dagegen musste man als junger Mensch, der in so eine Bewegung reingeht, erstmal anargumentieren und beziehungsweise erstmal selber reflektieren, dass das vielleicht trotzdem falsch ist und dass da Hypothesen sind, die einfach zu oberflächlich an die Thematik herangegangen sind. Vielen Dank. Bevor wir uns vielleicht nochmal damit beschäftigen, warum die Dämmerung so lange gedauert hat, bis sie dann fiel und die Erkenntnis klar und deutlich wurde, würde ich gerne trotzdem nochmal eine Schleife drehen, was die Frauen anbelangt, Herr Hensel, und auch fragen, was, inwieweit Sie das zum Thema gemacht haben in Ihrer Studie, beziehungsweise warum das so undeutlich ist, beziehungsweise wie das kam, dass es die Frauen, die es ja durchaus gab und auch eloquente, deutliche Frauen, Alice Schwarze ist ja nur eine davon, es gab ja übrigens auch Männer, die früh darauf hingewiesen haben, dass es eben nicht in Ordnung ist, in diesem Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Jugendlichen zu behaupten, dass es eine gleichberechtigte Sexualität geben kann. Warum wurden die Frauen nicht gehört? Und inwiefern hat das was damit zu tun, dass es eben schwulen Verbände waren und keine schwul-lesbischen Verbände waren? Gibt es da Untersuchungen dazu? Und wenn ja, warum nicht? Noch nicht? Da stellen Sie viele Fragen auf einmal. Also grundsätzlich, auch anschließend an das, was wir gerade schon gehört haben, wir haben uns mit dem Thema, ich hatte das ja kurz angeschnitten, auch auseinandergesetzt und haben festgestellt oder mussten eben feststellen, dass erstens eben bestimmte Begriffe und Konzepte, von denen wir ja heute fest ausgehen, dass die einfach sozusagen nicht entfaltet waren, die hatten keine Deutungs- und keine starke Artikulationsmacht. Das heißt, man konnte nicht einfach ankommen und sagen, hey Mensch, seht ihr das denn nicht? Sondern das musste sozusagen erst, musste die Basis dafür argumentiert werden. Nicht umsonst, Alice Schwarzer zum Beispiel, die ja auch gerade angesprochen wurde, erinnert sich rückblickend daran, dass sie sagt, naja, 78, 79 hat sie in Emma einige Geschichten zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gemacht. Das hat öffentlich überhaupt keine Resonanz erzeugt, weil wir sozusagen in einer komplett anderen, und da sind wir wieder beim Zeitgeist, ob wir den Begriff mögen oder nicht, wir sind einfach in einer anderen Zeit, wo man über das Thema anders gedacht hat und das Thema auch gesamtgesellschaftlich anders wahrgenommen hat. Dazu kommt, das wurde ja gerade auch angesprochen, wenn man angefangen hat, das kritisch zu reflektieren, fehlte einem ja letztendlich auch sozusagen, fehlten einem ja auch Daten. Das heißt, wenn Konzepte fehlen, wenn Begriffe fehlen, liegen entsprechende Untersuchungen, die natürlich genau darauf fokussieren, auch nicht vor. Also wenn wir uns angucken, was in den 70er Jahren immer herangezogen wurde, dann waren das größtenteils eben Studien, die insbesondere oftmals aus den Niederlanden kamen, von den dortigen Epigonen eben der Pädophiliebewegung, die eben auch sehr stark in den deutschen Raum reingestrahlt haben und da eben sozusagen Forschung, letztendlich natürlich auch ideologische Forschung durchgeführt haben, die aber, weil es eben die einzige Forschung war, eben einen sehr hohen Autoritätswert sozusagen hat. Insofern vielleicht noch eine letzte Sache angemerkt, wenn wir sozusagen insgesamt über sexuellen Missbrauch reden, muss man eben ja auch anknüpfen,
auch die Frauen und oder die feministischen und frauenpolitischen Initiativen der frühen 80er Jahren hatten das ja sozusagen auch noch nicht zu Ende gedacht für sich und ausentwickelt. Das heißt, oftmals gab es ja die Perspektive, dass man sich, wenn man überhaupt sich um Mädchen gekümmert hat und den sexuellen Missbrauch von Mädchen gekümmert hat, hieß das nicht unbedingt, dass man sozusagen auch den sexuellen Missbrauch von Jungen erstmal wahrgenommen hat, sondern das war als Teil des Patriarchats eben eigentlich nicht das Thema der Bewegung. Auf sowas hat ja später dann eben, haben Vereine wie Zartbitter ja reagiert, die sich aber ja auch erst Mitte der 80er Jahre gegründet haben. Also von daher haben wir eine Debattenlage, die sozusagen diese ganzen Voraussetzungen, die hier im Raum stehen, einfach damals hat es die so noch nicht gegeben. Vielen Dank. Frau Peter, ist man eigentlich heutzutage, wenn man bei den Grünen in führender Position ist, zwangsläufig eine Feministin? Fällt mir gerade so ein als Nebenfrage. Klar, zwangsläufig. Ja, gut. Wie haben sich was sagen Sie denn zu den Einschätzungen des jungen Kollegen 83 geboren in Göttingen? Ist es die richtige Analyse der Feministin damals in den 80er, 90er Jahren bei den Grünen und außenrum? Ja, würde ich schon so sehen. Wir haben auch durch die Aufarbeitung, aber natürlich auch mit Zeitzeugen, wir haben ja selber auch Frauen in der eigenen Partei befragt. Wie haben Sie damals die Diskussion wahrgenommen? Zunächst mal ist die Rolle der Frau ja in der politischen Bewegung der 60er, 70er Jahre auch anders diskutiert worden, neu diskutiert worden, sodass damit auch natürlich auch die Rolle der Frau in der eigenen Partei, das sind ja die Partei gründete sich ja aus verschiedenen Strömungen, aus verschiedenen Bewegungen. Da waren ja auch gerade die Frauenbewegung eine tragende Säule. Diese Positionierung, die Bedeutung auch mit in den Prozess reingetragen worden. Was ich spannend fand in der wissenschaftlichen Studie war ja, dass auch gerade in den Beschlussfassungen, die zum Beispiel Forderungen nach Straffreiheit darstellten, auf der anderen Seite auch das Minderheitenvotum oder die Minderheitenforderungen von Frauen oder von Familienrechtlerinnen drin waren, dass man eben vor allen Dingen auf den Schutz der Kinder Bezug nehmen sollte, dass sich widersprüchliche Formulierungen in einem Parteiprogramm finden. Ich glaube, das macht deutlich, dass in dem Gründungsprozess eben unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Positionen aufgenommen wurden und dass es einfach ein Teil des Prozesses war, dann eben auch die heute nicht mehr akzeptablen Forderungen nach Straffreiheit, Sexualität mit Kindern eben aus dem Programm auch rauszunehmen. Mitte, Ende der 80er Jahre war das klar, da hatte sich die Grüne Partei sozusagen von den Forderungen der Straffreiheit fast endgültig verabschiedet. Es gab noch so ein paar Nebenschauplätze in manchen Landesparteiprogrammen, wo das noch nicht so eindeutig bereinigt war sozusagen. Herr Beck, wann war der Moment, wo Sie kapiert haben, das ist ein Fehler, das muss raus aus den Programmen? Und dann auch eine zweite Frage daran anschließend, warum hat die Partei oder warum kam die Partei dann nicht auf die Idee, sich damit auch öffentlich auseinanderzusetzen, als es als Fehler erkannt wurde? Also, dass die Partei da eine Wende vollzogen hat an ihrer Beschlusslage, lag dann nicht mehr an die Auseinandersetzung um die Programmatik, wo in der Tat die Frauen in manchen Landesverbänden widersprochen haben, sondern es war ein internes Problem eigentlich der Schwulen in der Partei. Wir wollten diese Forderung loswerden. Wir haben einen Prozess gestartet 1986, damals aus Baden-Württemberg kommend, um diese BAG Schwupp loszuwerden, die politisch nichts anderes gemacht hat, als die Bundestagsfraktion dafür zu kritisieren, dass sie ihre Forderung nach Straffreiheit für sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern nicht aufgreift. Wir haben dann einen Kongress gegründet, wo wir diese Neubegründung versucht haben, auf den Weg zu bringen. Aber wir waren selber da nicht über den Berg. Die wollten die totale Streichung, totale Freigabe. Wir hielten es für möglich, dass es auch nach Streichung des 175 noch andere Bereiche gibt, die zu Unrecht bestraft werden. Diese Diskussion, da waren wir offen, wie die ganzen Sexualwissenschaftler damals sagten, das Strafrecht geht da auch nach Streichung des 175 noch zu weit. Und eigentlich erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wo dann diese Missbrauchsberichte immer stärker ins Bewusstsein drangen, haben wir das immer mehr in Zweifel gezogen.
und haben dann auch einen Schnitt gezogen, nachdem wir mit der Neugründung übrigens erlebt haben, dass uns die Landesverbände ungeprüft die gleichen Delegierten in die neue BAG geschickt haben und wir bei einer Debatte um die Selbstdarstellung unserer BAG-Schwulenpolitik nur durch gezieltes Filibustern meinerseits 1,5 Stunden bis zum Abfahrt der Züge verhindert wurden, dass es zu einer Schlussabstimmung beim Selbstdarstellungspapier gab, in dem nämlich eine Mehrheit schon reingestimmt hatte, die alten Positionen. Und dann haben wir gesagt, jetzt reicht's. Wir müssen sozusagen die Partei, die das eigentlich nicht mitträgt, hier ins Feld führen gegen die basisdemokratische Kultur in der BAG und haben etwas gemacht, was es, glaube ich, seither noch nicht mal gegeben hat, aber zuvor zumindest noch nie gegeben hat, dass ein Bundeshauptausschuss bei der Anerkennung einer Bundesarbeitsgemeinschaft sagt, ihr dürft über vieles diskutieren, aber über manches nicht. Und da haben wir dann gesagt, dass die Abschaffung des Sexualstrafrechts oder die Streichung der Paragraphen 174 und 176 mit den Grünen nicht diskutierbar mehr ist. Das gab intern einen riesen Zoff, weil die Mehrheit bei uns sah das in der BRG eher anders. Und damit haben wir sozusagen dann die Wende eingeleitet. Aber gut war es damit noch lange nicht. Wir waren auch nicht nur, die Grünen waren früher viel stärker auch Bewegungspartei. Wir waren ja nicht nur in der Partei unterwegs. Du hast es vorhin angesprochen, Bundesverband Homosexualität. Wir waren auch in den schwulen Verbänden, die überparteilich waren, unterwegs. Und dort übrigens waren die Schwusos, die schwulen Liberalen, die nicht so organisiert waren, aber als Einzelpersonen unterwegs waren, die Leute aus der DKP, ganz anderer Meinung als wir, die gesagt haben, diese Debatte muss man beenden. Und wir mussten den Bundesverband Homosexualität mit Bürgerrechtsorganisationen umzingeln, damit er bereit war, einen Aufruf zu unterschreiben, den Paragraphen 175 ersatzlos streichen. Jetzt? Das war nämlich im Bundesverband Homosexualität nicht akzeptiert. Wer 175 sagen wollte, der musste auch 174 und 176 sagen. Das war damals die Kultur. Und diese Debatte verfolgte uns in der Schwulenbewegung bis Ende der 90er Jahre. Es gab, nachdem der SVD, der Schwulenverband in der DDR, der heute Lesben- und Schwulenverband in Deutschland heißt, 89 gegründet wurde, intensive Auseinandersetzungen zwischen dem Bundesverband Homosexualität und dem SVD über die Frage, soll Kindersextourismus im Ausland bestraft werden? Soll die aus der ILGA, der internationalen Organisation, sollen da Pädo-Organisationen ausgeschlossen werden? Kann man eben für die Streichung des Paragraphen 175 kämpfen, ohne die anderen Paragraphen anzufassen und sich sogar das, was wir am Ende ja gemacht haben, sich darauf einlassen, dass es einen 982 für die Altersphase zwischen 14 und 16 gibt, der ganz moderat bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse jenseits des 174 definiert. Und das war ein Dauerkrieg in der Schwulenbewegung, der damit nicht zu Ende war. Und wir waren einfach Bewegungspartei. Standbein, Spielbein hieß das damals in den 80er und 90er Jahren. Auch kein schöner Begriff in dem Zusammenhang. Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, vielleicht ein bisschen unlauter, aber ihr habt euch sozusagen um die Gleichberechtigung von Schwulen sehr gekümmert, mit vielen guten Gründen, dass es endlich, und es hat bis 94 gedauert, die Diskriminierung von Homosexuellen auch wirklich im Strafrecht überwunden wurde. Des 94, das muss man sich schon vergegenwärtigen. Da war der Fokus, du und auch Herr Hensel, ihr habt es ausgeführt, dass die Rechtfertigung durch den Bezug auf die wissenschaftlichen Darstellungen und Gewissheiten der damaligen Zeit eine wichtige war. Frau Dr. Neul, wann hat sich das denn verändert? Wann wurde das denn explizit auch in der wissenschaftlichen Literatur klar, dass es bei sexueller Gewalt gegen Kinder eben nicht nur um Mädchen geht, sondern auch um Jungs? Wann gibt's da die ersten Erkenntnisse, auf die sich dann auch Feministinnen und andere Menschen berufen konnten? Ja, die ersten Erkenntnisse, also die ersten Universitäten haben sich erstmal 76 gegründet, also die erste, und zwar die Geschlechterforschung in der Soziologie. Also die ersten Erkenntnisse zum Thema sexualisierte Gewalt kann man eigentlich sagen so Anfang der 80er. Da griff man aber auch sehr stark auf internationale Studien zurück, zum Beispiel David Finkelrohr zur Vulnerabilität, Entschuldigung, des Kindes. Er hat dann auf die Folgen hingewiesen, wie schädlich sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern ist.
Da hat man, das war eigentlich eine, ist eine der, der einschlägigsten ersten Untersuchungen, die hier im deutschsprachigen Raum bekannt geworden sind. Damals, wie ich mich recht erinnere, war, hat er festgestellt bei der Prävalenz, dass jede vierte oder fünfte Frau betroffen war und jeder siebte Mann, also Mädchen, Junge, Mädchen, jedes vierte Mädchen, jeder siebte Junge betroffen war von sexualisierter Gewalt. Das hat natürlich erstmal auch für Empörung in der Öffentlichkeit und überhaupt. Welchem Jahr sind wir jetzt unterwegs ungefähr? Ja, 80er, Anfang der 80er. Dann die Barbara Kavemann ist zu nennen, die auch die erste Begleitstudie eigentlich gemacht hat aus dem ersten gegründeten Frauenhaus in Berlin. Und da hat sie Leitempfehlungen für Mädchen, betroffene Mädchen gegen sexualisierte Gewalt getroffen. Und also das sind sozusagen die ersten Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum, auf die wir da zurückgegriffen haben. Dann natürlich auch die Hageman White, war eine Amerikanerin, die nach Deutschland emigrierte, hat dann das Thema der Differenz im Geschlechterverhältnis, also dass wir die Geschlechter nicht stereotypisieren sollen typischen Geschlechtsrollen, sondern eben da hat man sich gefragt, wie wird überhaupt das Geschlecht erstmal produziert, wie wird es konstruiert und wie kann man eigentlich diese Reproduktionen überwinden. Ja, dann hat man von Doing Gender irgendwann gesprochen im Laufe der 90er Jahren. Ich könnte jetzt noch die ganze Debatte, aber das brauchen wir nicht. Also mir ging es nur drum, genau. So einfach, ab wann war dann sozusagen das auch im öffentlichen Raum, gab es auch wissenschaftlich fundierte Analysen als Gegengewicht, auf die man sich bezogen hat. Genau, zu denen, ich weiß nicht, habt ihr die irgendwie wahrgenommen, kamen die vor? Also was ich wahrgenommen habe, waren vor allen Dingen, was ich vorhin sagte, diese Opferberichte, und will auch nochmal sagen, das Thema sexueller Missbrauch an Jungen war meines Wissens die erste Publikation, die einigermaßen außerhalb der grauen Literatur erreichbar war, das Buch von Schmiedeskamp und Cloer, Verlorene Kindheit von 1990. Davor gab es im populärwissenschaftlichen Diskurs das Thema sexuellen Missbrauch an Jungen eigentlich nicht. Und das zeigt ein bisschen, auch wenn man den Zeitgeist nicht bemühen sollte, dass natürlich der Erkenntnisstand sehr rudimentär war und man vor diesem Hintergrund leicht sagen konnte, naja, das ist alles Anstand, das ist Spießigkeit, Sexualrepression, wenn man hier für Strafbarkeit ist. Und man hatte damals wenig empirisch an der Hand, um zu sagen, nee, es gibt gute Gründe, warum Sexualität mit Kindern unter einem bestimmten Alter, eben unter 14 nach unserem Strafrecht, einfach tabu sein muss, weil man vernünftigerweise das Kind nicht anders als durch eine solche absolute Strafnorm schützen kann. Das dämmerte uns erst sukzessive. Jetzt ist ja zwischen 1990 und 2013, 14, doch einige Jahre liegen da dazwischen. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie es dazu kam, dass Pädosexuelle so viel Einfluss nehmen konnten in den frühen Jahren der Grünen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt schon auch die 10 Minuten, die wir hier auf dem Panel noch haben, nochmal darauf verwenden, warum es meiner Meinung nach so lange gedauert hat, bis die grüne Parteiführung, bis die grüne Partei wirklich aktiv wurde und diesen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben hat. Die Taz musste sich damit beschäftigen, weil in der Taz, ich habe das eingangs gesagt, auch Artikel stehen, über die man sich nur schämen kann aus heutiger Perspektive, die schlimm waren, die Pädophilen wirklich ein Forum gegeben hat auch. Aber uns ist es gelungen, sicher auch, weil wir einen Kollegen hatten mit Christian Füller und andere Kolleginnen, die sich das sehr zu Herzen genommen haben, aber die ganzen Erkenntnisse rund um die Odenwaldschule zu nutzen, einfach mal in die eigenen Archive zu steigen. Und die Frage, finde ich, muss sich die Grüne Partei schon stellen lassen, warum erst so spät und warum erst, als der öffentliche Druck so groß war, Frau Peter, warum habt ihr nicht einfach auch schon mal 2011 oder so gesagt, Mensch, Mist, da gibt's echt dunkle Kapitel in unserer Geschichte, da müssen wir hingucken, gerade wir mit dem Anspruch, gerade mir mit dem Gründungsanspruch,
den wir gegenüber unseren Eltern immer wieder erhoben haben, jetzt die Gründergeneration, ihr müsst euch ehrlich machen mit eurer Vergangenheit. Ich spreche jetzt natürlich über die Nazi-Jahre. Warum habt ihr so lange gedauert, bis ihr wirklich reingestiegen seid in die Archive? Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass auch 2011 spät war, dass die Ereignisse, die in den Institutionen hochschlugen, Odenwaldschule, Institution Kirche, dass damit ein Diskussionsprozess anfing. Ja, wir reflektieren das heute so, wir hätten das als Chance nutzen müssen oder auch als Notwendigkeit sehen müssen, in der Zeit unsere eigenen Debatten zu führen. Es ist dann wie kam es da? Gab es da Diskussionszirkel, die sagten, Mensch, lass uns da mal was machen, oder war das einfach gar kein Thema für die Partei? Doch, es war Thema generell, über das Thema sexueller Missbrauch in Institutionen zu diskutieren. Es gab ja auch konkret Anforderungen und Forderungen, den Anliegen der Betroffenen gerecht zu werden, das aufzuarbeiten. Und wir haben uns ja auch mit den betroffenen Verbänden, auch mit Herrn Röhrig, darüber unterhalten, was heißt das, Ort der Tat zu sein. Wir haben ja auch versucht, über unsere eigene Reflexion darzulegen, wo ist eine Aufsichtspflicht für eine Institution gegeben und wo nicht. Ich glaube, durch die den Diskussionszusammenhang, von dem wir uns jetzt durch die Verantwortung nicht entlasten wollen, aber die politische Diskussion muss anders bewertet werden als eine Institution, die eine akute Fürsorgepflicht hat. Deswegen ist es ja für uns heute auch so wichtig, dass wir ganz genau hinschauen wollen, gab es eventuell doch Orte, wo eine Tat begangen wurde. Aber wir haben eben in der Reflexion damals auf die Vorgänge, wie sie in der Odenwaldschule und in der Kirche waren, gefordert, dass die Institution als Gesamtes, als Ort der Tat reflektiert wird, und sind dann 2013 in den Debatten um Buchveröffentlichung, ich glaube, es war damals vor allem die Veröffentlichung der Nikon Bendit und die Preisverleihung, die dann ja auch die Medienöffentlichkeit drauf gelenkt hat, dazu gekommen, wir müssen auch in unsere eigene Parteigeschichte gucken, was es an Forderungen und Beschlussfassungen gab. Ganz klar, das war zu spät, aber nochmal, ich glaube generell war das auch mit den Aufarbeitungen in den Institutionen mit 2011 schon sehr spät angelegt. Also die Sachen haben uns, glaube ich, deshalb ein bisschen überrascht, weil wir, die Zeitzeugen waren, ja sozusagen wussten, dass es diese Diskussion gegeben hat. Ich habe 1993 in eurem Blatt, in der Taz, in dem Leserbrief, in der Debatte um Katharina Rutschki, Missbrauch des Missbrauchs, selber darüber geschrieben, dass ich gesagt habe, wir haben in der Schwulenbewegung selber früher das Thema Missbrauch banalisiert und von einvernehmlichen sexuellen Handlungen gefaselt. Ja, also da gab es schon sozusagen eine Selbstreflexion und auch eine Benennung, dass man früher falsch gedacht und falsch geredet und falsch gehandelt hat. Ich glaube, damit hängt das ein Stück weit zusammen. Das waren ja auch keine versteckten Kapitel unserer Geschichte. Also ich glaube, von den Leuten, die in den 80er Jahren politisch aktiv waren, das Lüdenscheider Trauma ist vielen in der Partei sozusagen gegenwärtig, dass man damals eine Landtagswahl mit diesem Programm in den Sand gesetzt hat. Und deshalb waren wir, glaube ich, ein bisschen erstaunt, dass es in dieser Art und Weise diskutiert wird, zumal es ja auch nicht richtig von Aufklärung in manchen Phasen der Diskurs geprägt war, sondern es war natürlich ein instrumentelles Verhältnis zu diesen Fragen, wo ich es richtiger gefunden hätte. Natürlich, man hätte in einer anderen Phase tatsächlich den Prozess einleiten können, den wir dann 2013 eingeleitet haben, das mal aufzuklären, aber mit dem Ziel der Wahrheitssuche und auch mit dem Ziel, was man, glaube ich, noch nicht richtig verstanden hat, die Frage zu klären, was lernt man aus solchen Irrwegen als Organisation und was können daraus auch andere Organisationen daraus lernen, weil ich glaube, bestimmte Fehler, dass die sich so lang fortgeschleppt haben und dass sie überhaupt möglich waren, hingen natürlich auch an Parteikulturen. Also zum Beispiel, was in der Politik, glaube ich, in anderen Spektren auch vorkommt, dass man den Bedarf hat, wenn man sich für irgendjemanden einsetzt oder sich mit dem verbündet, dass man will, dass der absolut gut ist. So gegenüber der Agenda der Schwulenbewegung. Die Schwulen waren eine unterdrückte Minderheit. Also
mussten sie irgendwie auch Recht haben. Und das ist natürlich großer Unsinn. Es kann einer Gruppe Unrecht geschehen und sie kann trotzdem gleichzeitig in anderen Punkten Unrecht haben. Und diese Art eine etwas reflektierteren Herangehensweise, das war insbesondere der frühen grünen Parteikultur ganz undenkbar. Und manchmal denke ich, diese Reflexe haben wir auch manchmal heute noch, dass wir uns gerne solidarisieren mit Gruppen. Willst du sprechen, Eva? Wir machen noch 5 Minuten hier vorne, dann können Sie sich gerne beteiligen. Und ich glaube, das ist etwas, was man von Abläufen, von Prozessen lernen muss, dass man sich nicht einfach blind auf irgendwas einlassen darf und etwas gewähren lassen darf. Bloß weil jemand ein richtiges Argument hat, müssen die anderen Argumente nicht stimmen. Und diese Art von Differenzierung und den Mut zum Konflikt, den Mut zum Nachfragen und des Nicht-Wegschauens, ich glaube, das ist etwas, was man daraus als Organisation lernen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank. Erstmal an Sie hier oben. Bitteschön, wenn Sie konkret, Sie können auch einfach was sich äußern, sozusagen zu eigenen Erfahrungen, aber auch Fragen stellen. Wenn Sie mögen, freuen wir uns, wenn Sie sagen, wer Sie sind und warum Sie hier sind. Bitteschön, die Dame da hinten, oder jetzt rennt sie erst in die Richtung, dann fangen wir mit dem Herrn da vorne an. Wir sind da ein bisschen dynamisch, wenn es recht ist. Wir haben nämlich nur ein Mikro. Bitteschön. Sozusagen als kurze Ergänzung zu Volker. Ich bin Thomas Birk, ich bin queerpolitischer Sprecher der Abgeordnetenhausfraktion in Berlin und gehöre zur Kommission, die hier die Aufarbeitung in Berlin macht. Wir sind leider noch nicht fertig, aber hoffen sehr, dass wir Mitte April, das wäre natürlich gut gewesen, vor der Veranstaltung, unseren Bericht der Öffentlichkeit vorzustellen, der sehr umfangreich sein wird, weil wir auch leider sehr viel Umfangreiches aufzuarbeiten hatten. Ich möchte nicht jetzt das zusammenfassen, ich möchte nur zu einem Punkt sagen, in Berlin gab es tatsächlich eine Reihe von Tätern, insbesondere Dieter Ullmann, der ja eben auch zu der Schwupp-Gruppe gehörte und die DSAP, also die Deutsche Studienarbeitsgemeinschaft Pädophilie, gegründet und dann auch praktisch die Vernetzung der Pädophilen in ganz Deutschland getätigt hatte. Der führte hier auch eben tatsächlich sein Unwesen. Und Fred Kahrs, der war bei der anderen Veranstaltung ja auch schon genannt worden. Und wir wissen heute, dass mindestens diese beiden Männer, aber es sind wahrscheinlich um die 10 gewesen, die eben dann auch im Umfeld oder direkt im Schwulenbereich der Grünen aktiv waren, dass die natürlich, wir haben reflektiert, unter Umständen bis zu Tausende von Opfer sozusagen produziert haben, in Anführungsstrichen. Und das ist natürlich eine ganz grausame Erkenntnis und wir wollen natürlich tatsächlich dafür sorgen, dass wir mit dem Bericht auch in die Öffentlichkeit hinein ein Signal setzen, dass diese Menschen, wenn sie es denn möchten, sich an uns beziehungsweise an die Ansprechstellen wenden können. Und es ist eben auch die traurige Erkenntnis, ich bin selber seit 22 Jahren aktiv im Schwulenbereich, beziehungsweise jetzt heißt das Landesarbeitsgemeinschaft Queer Grün, wir sind also jetzt hier auch Männlein, Weiblein, Intersexuelle, Transsexuelle zusammen, dass diese Gruppe, für die ich mich seit 22 Jahren engagiere, bevor ich kam mit Ansel Lange, die Zeit davor, seit der Gründung der AL, eigentlich ein Pädobereich waren. Das ist für uns eine grausame Erkenntnis und dieser Bereich hat auch weit ins Bundesgebiet reingewirkt, eben den Kampf mit Volker Beck dann auch aufgenommen. Da gab es nicht nur Täter, die tatsächlich pädosexuell waren, sondern auch intellektuelle Unterstützer sozusagen dieser Bewegung, die, als ich in den Bereich kam, Volker Beck als den Erzfeind der linksalternativen Bewegung, der Schwulenbewegung in Berlin angesehen haben. Und man muss es auch sagen, deswegen wollen wir den Diskurs nach unserer Aufarbeitung, die natürlich auch in die Kreisverbände und die Gremien gehen muss, dann erweitern auch hin zur Schwulenbewegung in Berlin, die ja sehr aktiv war. Man muss es auch sagen, das Treffen der Berliner Schwulengruppen, das sehr viele Gruppen umfasste und auch der Bundesverband Homosexualität, der natürlich auch viele hier in Berlin hatte, die wirkten, die haben diese Theorie der einvernehmlichen Sexualität sehr vehement vertreten und haben dann entsprechend auch parteilose Mitglieder ihrer Organisation für die AL in die Fraktion entsandt, die dann auch gewählt wurden und entsprechend diese Politik dann, wenn es parlamentarisch notwendig erschien, dann auch vertreten haben. Und was uns bis heute unverständlich geblieben ist im Grunde genommen, dass
auch die heute noch bekannten Akteurinnen und Akteure der Partei nicht den rechtzeitigen Moment gefunden hat, trotz der Warnungen der Kreuzberger Frauengruppe, trotz Warnungen von Frauen wie Frau Hohmann, die letztes Mal hier auf dem Podium saß, wirklich diese Täter in der eigenen Partei zu stellen, obwohl deren Strafregister bis zu 12-mal verurteilt bekannt war. Die haben teilweise aus dem Justizvollzugsanstalten heraus kandidiert und auch sind eingetreten und haben auch Knastarbeit gemacht. Trotz dieser Erkenntnisse haben die Protagonisten der Partei nicht tatsächlich den Bruch mit diesen Menschen vollzogen. Möglicherweise, weil man Angst befürchtete, die Schwulenbewegung auf diese Weise zu verlieren. Denn immer dann, wenn die Mehrheit ab 85 beschlossen hatte, wir sind gegen diese Forderung, musste man sich in der Siegessäule und in anderen Organen rechtfertigen als grüne Partei. Die Siegessäule, auch ein wichtiges Organ, die hat bis 94 bis zu 20 Artikel seit ihrer Gründung pro Pedo veröffentlicht. Und dieser Bruch, der kam in Berlin eben sehr viel später als in der Bundespartei und ist vielen Zufällen auch geschuldet, nämlich dem Auftauchen von neuen Personen und dann tatsächlich gleichzeitig der Verurteilung dieses Fred Karst und tatsächlich gleichzeitig, dass die Kreuzberger Frauengruppe es geschafft hat, da endlich eine Diskussion 94 auch in der Abgeordnetenhausfraktion herbeizuführen, die dann alles in allem zum Bruch führte. Aber bei uns ging es eben tatsächlich bis Mitte der 90er Jahre. Ja, dann erstmal danke für diesen ersten Einblick, und es wird sicher ein Kapitel sein, über welches wir noch häufig reden und sicher auch die eine oder andere Veranstaltung dazu machen müssen, weil das geht offensichtlich noch weiter. Vielen Dank. So. Zwar die Dame, ja, Katrin Müller vom Spiegel. Ich hätte gerne noch mal eine Frage an Frau Peter. Sie haben das gerade erklärt, 2013, und dass das alles ein bisschen überraschend kam, dass das Thema dann so hoch kam. Jetzt ist die Aufarbeitung sehr transparent, sehr aufwendig. Alles gut. Die Frage ist, man hat im Mai, haben wir angefangen, Anfragen zu stellen zu dem Thema. Es war direkt nach Cohn-Bendit. Da ging es um die Bundesarbeitsgemeinschaft. Da war keine Bereitschaft von niemandem in der Partei, darüber offen zu reden. Und ich finde, da macht man sich jetzt ein bisschen leicht, und man sagt, naja, aber wir haben ja dann alles gestartet. Und ich finde, das Thema sexueller Missbrauch, da muss einem einfach klar sein, was da auf einen zukommt. Und da war es sehr schwierig, am Anfang drüber zu sprechen. Und erst als dann die Berichte da waren, ging es dann so langsam los. Wie erklären sich das, dass das so lange gedauert hat? Wir sammeln ein bisschen, aber wir sammeln ganz bestimmt. Ich glaube, es ist dann besser, weil so viel Zeit haben wir nicht und sind viele Wortmeldungen, aber wir schreiben uns das auf und merken uns das. Wir sammeln ein bisschen, weil es gibt sicher mehrere Fragen. Machen wir da hinten weiter. Bitte schön, die Dame. Genau. Ja, jetzt melden sich viele Menschen. Es kommen alle dran. So, bitteschön. Mein Name ist Natasha Kelly, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, Schwerpunkt Race und Gender und unter anderem auch Hauptvertreterin der Europäischen Union im Integrations- und Migrationsbeirat des Berliner Senats. Meine Frage rührt daher, mein persönlicher Eindruck ist, dass die Täter als männlich dargestellt werden in dieser Debatte. Meine Frage einmal an Herrn Beck, inwieweit wird historisch überhaupt da auf Frauentäterinnen geschaut? Einmal auch wissenschaftlich an den Herrn Hensel. Haben Sie das in Ihrer Studie auch berücksichtigt, dass Frauen auch pädophile Neigungen haben? Und einmal in der feministischen Kontext, es wird ja jetzt hier irgendwie ein bisschen als wir Feministinnen, wir haben die Welt gerettet, mag so sein, aber inwieweit wird da auch ein bisschen Selbstkritik geübt, dass auch Frauen natürlich auch pädophile Neigungen haben können und sowohl Mädchen als auch Jungs missbrauchen. Vielen Dank, Eva, und dann Gitti. Eva, vorne die Dame. Rot. Weinrot. Ja, Eva Quistorp, ich bin Mitgründerin der Grünen zusammen mit
meiner Freundin Petra Kelly und soweit man, hier sind aber nicht viele 65- bis 70-Jährige anwesend aus West-Berlin, also die Generation weiß noch, dass sowohl Petra Kelly wie ich exponierte Feministinnen aus der damaligen internationalen Frauenbewegung waren. Es waren also zwei exponierte Feministinnen aus der neuen Frauenbewegung, Mitgründerinnen der Grünen, und zwar im Europawahlkampf 1979. Deswegen hat auch unter anderem im Europawahlkampf das, was Volker Beck jetzt sehr differenziert und lang beschrieben hat, nicht stattgefunden. Damals gab es keine Schwupp. Damals wurde auch vielleicht von Nachteil das Thema Unterdrückung von Schwulen und Lesben nicht stark thematisiert, obwohl, ich meine, es gibt keine Dokumente, kein YouTube von den Veranstaltungen, die ich auch hier an der TU in Berlin gemacht habe. Ich kam natürlich, die Westberliner Autonome Frauenbewegung war ganz nah an der Schwulen- und Lesbenbewegung, und mich hat es aber, da ich nicht direkt in der Lesbenbewegung organisiert war, da aber viele Freundinnen hatte, war es, darum danke ich auch Ines Pohl für ihre ersten drei Fragen, für mich wirklich schon seit 1973 oder 75 eine große Frage. Wieso höre ich ständig nur von Schwulen? Warum sehe ich im Fernsehen und auf der Straße und bei großen Aktionen immer nur schwule Männer? Es gibt doch auch Lesben. Und für mich ist schon, darum fand ich die Frage sehr spannend, auch ein Teil des Problems gewesen, dass die Lesben schwächer in der Öffentlichkeit weniger thematisiert und auch mit ihrer Sichtweise wenig da waren. Ich möchte hier eine Argumentation sowohl in der Studie wie auch hier schwer widersprechen. Ich bin nicht bereit, irgendeine Art von Kollektivschuld für die Grünen und gerade auch noch für die frühen Grünen anzunehmen. Es war eine ganz klare Machtauseinandersetzung, und zwar Machtauseinandersetzung. Es war kein Kuddelmuddel, wo irgendwie 50 verschiedene Szenen sich da irgendwie irre getroffen haben. Das ist immer das Bild von den frühen Grünen. Nein, man kann sich angucken, wer kandidiert hat für den Europawahlkampf, was das für Charaktere waren, aus welchem Milieu. Da war auch einer aus dem rechten anthroposophischen Milieu dabei, der Springmann. Aber man wird weder mir noch Petra Kelly noch Roland Vogt noch Josef Beuys noch, ich weiß jetzt noch drei Namen oder vier, nicht nachsagen können, dass wir irgendwelche rechten Flecken hatten, ja, sondern wir alle ziemlich kosmopolitisch, weltoffen und in verschiedener Weise mit den neuen sozialen Bewegungen verbunden waren. Die Debatte, dass es eine Schwupp gab in der Bundestagsfraktion, ich springe jetzt auf 1983, ich habe gleich gefragt, wieso denn Schwupp, weil ich kam ja aus dem Westberliner Milieu, ja, und fragte, was ist denn das P dabei? Das habe ich als allererstes sofort gefragt, und zwar empört gefragt, so nach dem Motto, wer schmuggelt sich hier einfach unter dem Thema schwule Lesbe, was mir wichtig war, schmuggelt sich da unter? Und dass sich linke Gruppen und linke, teilweise radikale, sektiererische Szenen in die Grünen reingeschmuggelt haben, das ist ab 1980, teilweise als ab Herbst 79 erst passiert und ganz klar passiert und mit Absicht passiert. Das hätte die Studie auch nachlesen können. Da gab es ja nun im Arbeiterkampf, und da war Jürgen Rehns organisiert, Jürgen Trittin woanders, der KWW. Da könnte man Debattenpapiere nachlesen, wie die eine Strategie und Taktik entwickelt haben, in den Grünen einzumarschieren und die zu unterwandern. Okay, und das, Eva, ich muss jetzt, weil viele aber die ganze Frage, die Fragestellung ist relevant, weil das hat Volker Beck ja recht. Einfach von so einem diffusen Zeitgeist zu reden, ist historisch und intellektuell nicht genau und hilft auch heute Probleme, wo Minderheiten falsch romantisiert werden oder wo man sich auch linken oder ich weiß nicht was, fortschrittlichen Ideologien, ne? Unreflektiert anheimgibt. Um das Problem zu bearbeiten, muss man genauer hingucken, dass es das linksradikale Milieu aus Frankfurt um den Pflasterstrand, genau auch Zeitschriften Pflasterstrand herum war, und die K-Gruppenszene, und zwar wollten die gar nicht unbedingt die Päderasten fördern, das unterstelle ich denen überhaupt nicht, kann man auch nachweisen, außer den lockeren Sprüchen von Daniel Cohn-Bendit, die ich immer übel fand. Also nicht alle seine Sprüche, einige mochte ich sehr, aber die nicht. Aber der Punkt ist, das Thema ist gebraucht worden, wie auch andere Themen, um den wertkonservativen Flügel und den moderaten Flügel der Grünen zu schwächen, teilweise aus der Partei zu drängen. Und das muss man, finde ich, mitbedenken. Und man sollte die Namen der Feministinnen, die damals klar Position bezogen haben, Alice Schwarzer war nicht die einzige Feministin, ja, Sibylle Blockstedt hat mit der Courage auch den Gründungsprozess der Grünen mit Sympathie begleitet. Da sind seitenlang Stellungnahmen von Feministinnen
Feministinnen und Frauen von Grünen drin. Ich frage mich, warum die hier nirgendwo zitiert werden. Da steht nirgendwo eine Deckung, der Punkt ist Deckung für einvernehmliche Sexualität. Sind viele, die auch ja, noch, aber es hat nichts mit viel zu tun. Es sind doch, drei es geht wesentlich, aber um eine Meinungspluralität, deine drei die wollen Fragen, wir doch hier deine drei Fragen sind hier alle nicht klar beantwortet worden und von einigen politischen Fragen, auch eben den Machtfragen in den Grünen, wird abgelehnt. Vielen Dank, Gitti. Und dann machen wir da drüben weiter, ich habe das gesehen, und dann kommt der Herr mit Brille in der Mitte. Bitte. Ja, Gitti Hensche, Gunnar-Werner-Institut. Und also ich teile die Perspektive, dass bestimmte Fragen nicht wirklich beantwortet worden sind. Nämlich dieses, und ich kann das jetzt nicht aus innergrüner Debatte sagen, weil die kenne ich gar nicht, aber ich kenne dann natürlich die Inner-Taz-Debatte, weil ich zu den Taz-Schreiberinnen auch über sexuellen Missbrauch, haben wir damals gesagt, geschrieben habe. Und ich kenne natürlich die linken Debatten. Und es gab eine linke, und das sind Machtfragen auch in den schon 70er Jahren gewesen. Es gab die Frauenbewegung, den Feminismus, und es gab auch schwule sind Männer. Und die Männer haben versucht, natürlich auch Hoheitsgebiete zu erhalten gegen feministische Positionen. Und insofern haben sich auch linke nicht schwule Männer mit, also Heteromänner mit den Schwulen teilweise verbunden gegen die prüden Feministinnen. Und auch das war ein ganz wichtiger Diskurs, um bestimmte Sachen abzublocken. Und da rein kamen dann natürlich die Pädokriminellen, die da einen unheimlichen Gewinn drin hatten. Und es gab ja auch die linken Zeitungen, die Konkret zum Beispiel oder so, die Taz gab's noch gar nicht. Also wo dann ja auch die Protagonisten von eben Pädosexuellen gesessen haben und das auch nochmal mitbefördert haben. Also das muss man ja auch diesen ganzen Kontext sehen. Oder zum Beispiel Kinderschutzbund erstmal oder so, da saßen ja auch die Pädosexuellen. Weil in den Bereichen, wo Kinder sind, versuchen die Macht auch also an sich zu ziehen und zu binden und haben gesellschaftlich Einfluss. Und die haben genau versucht, auch zum Beispiel von Feministinnen, die es sehr kritisiert haben, das wieder also den Einfluss der Feministinnen zurückzudrängen. Und die linken Männer haben das natürlich getragen, auch die nicht durchgeblickt haben, sondern es waren ja ihre Kumpel. Also diese Zusammenhänge, die muss man einfach auch ein Stück weit sehen, weil solche Art von Seilschaften, die unterschwellig ganz andere Mechanismen noch haben, die gibt es ja heute auch. Und deshalb denke ich, müssen wir genau noch mal da viel genauer hingucken. Auch im Hinblick darauf, was wir aus der ganzen Debatte lernen wollen, nach vorne blicken. So, jetzt war hier der Mann, der junge Mann mit Brille und Ohrring und dann die Dame dahinter und dann geht's hier weiter und darüber. Ich weiß nicht, ob sich meine Frage schon erübrigt hat von dem Beitrag vor mir eben, aber ich stelle sie trotzdem. Ich frage mich nämlich auch die ganze Zeit, was mit den Heteromännern ist, weil so viel über Frauen und Schwule als AkteurInnen gesprochen wurde und die mir so ein bisschen fehlen. Und meine Frage wäre, ob die auch in den Grünen damals und vielleicht auch heute das Thema Sexualität, die Zuständigkeit dafür, den Frauen und den Schwulen überlassen haben und inwiefern sich das geändert hat. Das wäre eins dieser organisatorischen Probleme, nach denen Herr Beck gefragt hat. Vielen Dank. Die Dame dahinter. Und dann ja, mein Name ist Marit Mioska. Ich habe oder gehöre zu den Gründerinnen der Zeitpunkte. Wir haben ab 1979 zu diesem Thema gesendet und ich habe anlässlich einer, wir waren damals auf derselben Welle, ich habe mal angehört, mir alte O-Töne von 1979, da gab es nämlich nicht erst 80er Jahre, sondern Wildwasser gab es schon, uns gab es und wir haben wirklich mit zitternder Stimmen und mit nervösen Worten und etwas hilflos über sexuellen Missbrauch gesprochen, im Radio damals. Das war eine Neuheit. Da ist der Sie sind jetzt Ende der 70er, sagen Sie, Anfang der 1979, genau. Das war das Gründungsjahr. Taz gab es damals, Wildwasser. Das war sozusagen eine Zeit, wo sich ganz viel gründete zu diesem Thema. Und wir haben das explizit benannt, aber darüber hat man vorher nicht geredet. Da gab es keine Worte. Ich habe das jetzt mir angehört mit sozusagen 20, 30 Jahren Abstand und dachte, wie haben wir denn damals komisch geredet? Sexueller Missbrauch, hat es überhaupt jemand gesagt oder was? So. Und die Wildwasserfrauen waren genauso. Es war nicht nur ich als Interviewerin, die da so eine verklemmte Stimme hatte. Also das war ein unglaublicher
Bruch in die Gesellschaft rein. Damals ging es wirklich in erster Linie um den sexuellen Missbrauch in der Familie an Mädchen. Das war das Thema, das hat dann auch den Mainstream-Journalismus aufgegriffen. An die Männer, pädophile Männer, da hatten wir Respekt, da haben wir uns sozusagen nicht herangetraut, weil das eine verfolgte Minderheit ist. Das weiß ich, darüber haben wir debattiert, das kam dann später. Was, wem ich wirklich eine miese Note geben will, ist der Wissenschaft, Frau Noll. So. Wissenschaftlich fand nichts statt. Die Erfahrung, ja nee, das muss mal gesagt werden, weil da immer so über Gender, das ist alles viel später. Zu der Zeit kamen die Berichte wirklich von den, was man heute sagt, NGOs. Also von den ganzen betroffenen Initiativen, die es zum Teil unglaublich hart hatten, weil der Diskurs hat die Gesellschaft aufgestört. Also ich habe das wirklich so empfunden. Da gab es dann die Frauenuniversitäten, die Sommerfrauen-Unis, hier nickt immer jemand. Also ich versuche gerade mühselig in meinem Kopf die Jahre zusammenzukriegen. Aber man muss sozusagen die Kirche mal im Dorf lassen. Die Kirche, nein, die Kirche wollen wir dabei gar nicht haben, sondern dass das eine Bewegung war, die das artikuliert hat, wo die Grüne natürlich eine Rolle gespielt haben, eben auch grüne Frauen wie Eva und Petra und andere, wo die ganzen Gruppen eine Rolle gespielt haben, die sich organisiert haben, um Anlaufstellen zu sein. Und wir als Journalistinnen, die Henschel damals hat, wir die Zeitpunkte. Also das war so zu sagen, das Setting. Vielen Dank, für dass Sie uns einen Einblick geben in die Zeit. Herzlichen Dank. Jetzt ist erst der Mann in der Mitte mit dem grünen X und dann da hinten und dann geht's weiter mit Nina und dann kommen Sie dran. So. Ja, mein Name ist Matthias Katsch, ich bin Berliner, Schüler des Canisius-Kollegs und 2010 einer von denen, die das Schweigen gebrochen haben, was die Missbräuche in den Jesuitenschulen angeht und ein Stück weit diesen Diskurs seitdem ja auch in Gang gesetzt und begleitet haben. Eine Bemerkung möchte ich gerne vorneweg machen, dass wir sozusagen eine gewisse Sorgfalt in der Sprache auch pflegen. Ich reagiere sehr allergisch darauf, wenn von lebenslang gesprochen wird, so was die Beschädigungen von Opfern angeht. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber das nagelt Opfer natürlich in ihrer Rolle auch fest. Deswegen sprechen wir selber von uns auch lieber von als von Betroffenen, um deutlich zu machen, wir waren als Kinder Opfer und haben uns versucht, aus dieser Rolle herauszuarbeiten. Das ist nur eine Bitte, einfach ein bisschen genauer hinzugucken. Lebenslang öffnet oder macht Türen zu. Und das soll ja eigentlich auch gehen, darum Opfern, Betroffenen Türen zu öffnen. Das vorneweg. Es gab hier die Frage danach, ob man die Kirche im Dorf lassen muss. Ich finde, wir sollten das schon zusammen sehen. Warum hat es 2010 keine Initiative aus dem linksalternativen, reformpädagogisch beeinflussten oder sympathisierenden Milieu gegeben, als die katholische Kirche am Pranger stand, zu Recht, da haben wir sie ja auch hingestellt, auf das Thema zu reagieren. Also praktisch, wie man so neudeutsch sagt, proaktiv zu werden, bevor einer mit dem Finger auf dich zeigt. Und es gab im März 2010 einen bemerkenswerten Auftritt des Bischofs Mixer aus Augsburg, der so in der ganzen Hilflosigkeit der attackierten oder sich attackiert fühlenden Kirche sagte, naja, das fing ja alles an mit 68, da kam das her. Und es gab unisono in der Öffentlichkeit die Übereinstimmung, na, darüber wollen wir nur gar nicht reden. Sexuelle Befreiung, das lassen wir uns hier nicht wegdiskutieren. Die Kirche soll mal jetzt gefälligst und dann ging die Diskussion gleich wieder in die andere Richtung weiter. Jetzt will ich mich nicht auf Bischof Mixer berufen, weiß Gott nicht, aber die Frage, die dahinter steht, können wir den ganzen Befreiungsdiskurs in der Sexualität seit den 60er Jahren eigentlich denken, wenn wir die Unterdrückung und die Prüderie und die Sexualfeindlichkeit der Gesellschaft, wie sie unter anderem durch die katholische, aber teilweise auch durch die evangelische Kirche repräsentiert wurden in der Vergangenheit, nicht mitdenken. Und ist möglicherweise die Angst oder die Abwehrhaltung, sich des Themas zu stellen und sich damit Auseinandersetzung auch davon beeinflusst, dass man Angst hat, dass im Zuge einer solchen offenen, ehrlichen Debatte
die Zeiten auch wieder zurückgedreht werden könnten. Also ich sage nur mal ein Stichwort so aus dem aktuellen Kontext, wenn dann über Sexualkundeunterricht gesprochen wird. Baden-Württemberg ist ein gutes Beispiel. Stichwort Vielfalt und da kommen Reflexe hoch, die natürlich Angst machen, wenn man ist ja alles erst ein Menschenalter her. Also das ist, glaube ich, etwas, man sollte das nicht getrennt diskutieren, sondern gemeinsam. Und ich hoffe sehr, dass die gesellschaftliche Aufarbeitung, also jenseits der parteipolitischen Kirchenforschungsprojekte, die gesellschaftliche Aufarbeitung, die wir im nächsten Jahr mit einer unabhängigen Aufarbeitungskommission in Gang setzen wollen, es schafft, da auch diese Klammer herauszuarbeiten zwischen diesen scheinbar ideologisch völlig entgegengesetzten, aber vielleicht untergründig tatsächlich verbundenen Diskurs. Herzlichen Dank für diese Anregung und auch für Ihren Mut. Bitteschön, der Herr im blauen Hemd, dann Nina Apin und dann die Dame in Blond. Und dann müssen wir unten schließen, weil dann geht's nämlich hier oben nochmal in die Schlussrunde. Bitteschön. Ja, Wolfgang Schmidt, ich bin Hörer der Zeitpunkte. Und ich habe auch überlegt, also ich war damals Mitte, Ende 20 und war dort damals in Morbid, in Stadtteilgruppen aktiv und ich hatte das große Glück, mit den Wildwasserfrauen konfrontiert worden zu sein, als Hetero übrigens. Ich bin einer von den Heteros. Und ich kann mich erinnern, dass gerade die Wildwasserfrauen in ihren ersten Publikationen klare Worte, klarste Worte gefunden haben, zu dem, was zu dieser Zeit in der alternativen Liste passiert ist und dokumentiert wurde. Und es ist die Frage, auch für mich, also ich muss ehrlich sagen, für mich war das eine Art kalte Dusche, wie ich das erste Mal als Heteromann mit Frauen konfrontiert worden bin, die mich mit sexuellem Missbrauch, die mich damit konfrontiert, dass wir Männer so etwas tun, dass es nebenan hier passiert. Ja, und ich kann mich erinnern, wir haben dann Ende der 70er auch versucht, Heteromänner haben versucht, Männergruppen ins Leben zu rufen und haben versucht, uns damit auseinanderzusetzen. Aber es ist ja fast unmöglich. Also auf was wir gestoßen sind, ist ja ein Verbrechen, das Auswirkungen hat, die sind ja unfassbar. Ich bin dann selber in den Beruf gekommen als Erzieher, Sozialarbeiter, wo ich teilweise tagtäglich damit zu tun hatte. Aber ich will den Bogen im Grunde zu heute. Ich bin jetzt Mitglied bei den Grünen. Und ich habe auch, Volker, ich danke dir für deinen ersten Beitrag. Ich war richtig böse mit dir, lange, lange Zeit richtig böse mit dir. Aber das, was du heute gesagt hast, das waren so klare Worte. Und ich danke dir für diesen einen Satz, den Mut zum Nachfragen. Ja, den Mut zum Nachfragen. Und das Thema, das haben Sie gesagt, das Thema Gewalt in der Sexualität, Gewalt in Liebe, in Zuneigung, in Vertrauen, das Thema ist ja Vertrauen, ja, ist so ein gigantisches Thema. In unserer Gesellschaft ist Sexualität überhaupt ein Tabu. Und dann kommt Gewalt dazu. Deswegen, auch was unsere Partei anbelangt, egal ob das die Landesarbeitsgruppen sind oder die Bezirksgruppen, ich erlebe es immer wieder und wir alle erleben es in allen Institutionen, in der gesamten Gesellschaft, wann haben wir denn den Mut zu sagen, sag mal, du hast da gerade was gesagt, du hast da gerade einen Witz gemacht, wann fragen wir nach? Und diesen Mut wünsche ich mir für uns alle und auch für mich. Vielen Dank für die Ermutigung. Jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen, Nina Apin und dann Sie und dann gehen wir aufs Boot. Oder Sie geben zurück. Nina, da drüben, hier, die. Ja, Nina Apin von der Taz. Ich hätte mal eine konkrete Frage an Sie, Frau Peter. Und zwar haben Sie vorher von einem Entschädigungsfonds für Opfer gesprochen, den Sie auflegen wollen in nächster Zeit. Das war mir jetzt neu. Soll das bedeuten, dass es in der Hinsicht neue Erkenntnisse gibt? Also haben sich jetzt tatsächlich Opfer aus dem grünen Parteikontext bei Ihnen von der AG gemeldet? Habe ich das richtig interpretiert? Und nochmal vielleicht eine ganz kurze Nebenbemerkung in der Debatte. Also mich stört ja so ein bisschen dieser Heiligenschein, den die Feministinnen hier erhalten.
Weil wenn ich an diese doch unrühmliche Anfangszeit bei der Taz zurückdenke, dann fallen mir da so ein paar Publikationen ein von Frauengruppen aus West-Berlin eben auch. Unter anderem die sogenannten Kanalratten, die Oranienstraßenkommune, solche linksautonomen Grüppchen vielleicht nur. Ich kenne die Zahlen, die Größenordnung da nicht. Aber die beriefen sich zum Beispiel in der Taz darauf, jawohl, auch wir Frauen, wir sind auch pädophil. Und jawohl, auch wir praktizieren das, wir nehmen für uns das Recht in Anspruch, pädophil zu sein. Wir sind mindestens genauso pädophil wie ihr Männer, so ungefähr. Also das war manchmal im Rückblick, liest sich das so ein bisschen unfreiwillig komisch manchmal. Ist es natürlich gar nicht. Aber ich frage mich, hat denn jemand mal vielleicht auch an Sie, Herr Hensel, das mal beleuchtet? Also ob es tatsächlich in diesem linksalternativen Milieu auch Frauen als Täterinnen gab oder auch als Rechtfertigerinnen, muss es ja auch gegeben haben. Vielen Dank. Ich glaube, es zeigt sich schon jetzt, dass es gut ist, dass das Gunda-Werner-Institut diese Veranstaltung gemacht hat, weil es doch ein großes Bedürfnis gibt, rund um diese Fragestellung die Debatte einfach zu ergänzen. Die Dame mit dem roten Schal als Abschlussfragende und dann geben wir hier zurück. Nur zwei Aspekte, die etwas zu kurz gekommen sind. Also es gibt auch ein Stück historische Amnesie weiter zurück. Es gibt eine ganze Menge Publikationen schon aus den 20er Jahren, zum Beispiel von Alice Rühle-Gersel und anderen, die den massiven sexuellen Missbrauch in Familien zum Thema gemacht haben. Diese Erkenntnisse sind anscheinend ziemlich verschwunden. Es gab auch Anfang der 30er Jahre einen wichtigen Psychoanalytiker, der über die Sprachverwirrung zwischen Erwachsenen und Kind geschrieben hat. Dieses Wissen, da hat er sehr gut entfaltet, auch in Kritik einer gängigen Freud-Interpretation. Und dieses Wissen war anscheinend verloren gegangen, so dass man sagte, ach, sowas gibt es ja. Eine zweite, wichtig fand ich, dass Sie nochmal hervorgehoben haben, wie bigott und wie eng die Sexualmoral nach dem Zweiten Weltkrieg war und dass insofern dieser Befreiungsimpuls, der ja über die Stränge geschlagen ist in verschiedener Hinsicht, auch ein Stück weit aus diesem Kontext heraus natürlich erklärlich ist. Ein drittes zur Amnesie, als die Debatte bei den Grünen aufkam, und ich bin von Anfang dabei, mein Name ist Sonja Schreiner, ich komme aus Göttingen, habe auch verschiedene Programmteiltage mitgemacht und da habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal ins Bundesprogramm schauen, was denn da eigentlich drin steht. Dann habe ich da reingeguckt, ich habe so eine Akte von diesen Sachen und habe meinen Augen nicht getraut. Ja. Ich denke, ich bin jetzt nicht nur eine ganz prominente Grüne, ich war eine Weile im Landtag, aber eben so mittel, ne? Prominent vielleicht. Und ich denke, so ging es vielen Grünen auch, dass sie das schlicht nicht auf der Schnur hatten, wenn sie sich nicht wie Volker Beck oder anderen in speziellen Gruppen engagierten. Also das mal auch so zum Zustand der Grünen Partei. Ich denke auch, spätestens mit dem Aufkommen der Odenwald-Diskussion hätte man eigentlich schon 1999 mal gucken sollen, als diese kleine Bombe in der Frankfurter Rundschau über Gerold Becker aber zu keinen Reaktionen in irgendeiner Presse führte. Das konnte ich damals gar nicht fassen. Vielen Dank an Sie und alle anderen für diesen viel spannenden Anregungen und konkrete Fragen. Frau Peter, ich fange mit Ihnen an. Warum hat es so lange gedauert? Leiden Sie an der Amnesie oder beziehungsweise Ihre Vorgängerinnen? Sie sind ja jetzt ein bisschen später oder noch gar nicht so lange im Amt, aber dennoch müssen Sie sich natürlich den Fragen stellen. Die gibt's hier nicht, die wird nicht gewährt. Und dann eine ganz konkrete Frage zum Thema Opferfonds. Und gibt's neue Erkenntnisse? Greifen die vielleicht schon darauf zurück beziehungsweise darauf vor, was die AG rausgefunden hat und im April präsentiert? Ja, zunächst mal bin ich froh, dass das auch hier nochmal dokumentiert wird. Die Berliner Landesverband wird ja im April einen Bericht vorlegen, weil wir auch ganz konkret an die Landesverbände appelliert haben. Schaut nochmal genau nach. Es gab ja ein paar Hinweise auf Landesverbände und beim Berliner Landesverband wussten wir, dass dort die Forderungen sehr lange aufrechterhalten blieben, dass es auch akut Täter mit grünem Parteibuch gab. Und von daher ist es da unsere Verpflichtung in den Landesverbänden,
zu sensibilisieren. Wir haben uns natürlich damit befasst, wie ist der Prozess in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gelaufen. Und da habe ich eben schon ganz klar bekannt, wir hätten da den Prozess früher aufrollen sollen. Es gab Hinweise, manchmal, wie eben Frankfurter Rundschau benannt, ist es aber auch im gesellschaftspolitischen, journalistischen, wissenschaftlichen Kontext da nicht weiter aufbereitet worden. Manchmal braucht es ja mehr Hintergründe. Da hätte es tatsächlich Diskussionen um die Odenwaldschule, um die katholische Kirche, hätte ein Anstoß für die Partei sein können. Ich kann nur reflektieren, das war nicht der Fall. Wir haben einen klaren Auftrag bekommen aufgrund der Debatte, die 2013 in der Partei lief. Es war im Frühjahr die Beauftragung der wissenschaftlichen Studie, die uns ja auch sehr stark geholfen hat, einfach eine Faktenbasis zu schaffen. Dazu wurde das Archiv geöffnet, es wurden Beiträge gesammelt, es wurde zum ersten Mal richtig wissenschaftlich fundiert, 2 Jahre lang aufbereitet, welche Forderungen, welche Akteure, welche Programmatik, welche Beschlüsse wurden gefasst. Und auf der Basis war es dann auch für uns auch als Partei, ich will nicht sagen leichter, aber es war eine Grundlage da, um bestimmte Dinge anzugehen beziehungsweise an bestimmte Punkte anzuknüpfen. Und der Bundesvorstand, dem ich angehöre, der hat über die Bundesdelegiertenkonferenz Oktober 2013 den Auftrag bekommen, es soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Wir haben uns dann gleich zusammengesetzt und haben dort ja die Debatte geführt und eben uns auch den Auftrag gegeben, mit zum Beispiel Zeitzeuginnen zu sprechen. Ich fand das jetzt sehr wichtig und interessant, dass gerade auch das Thema Rolle der Frauen heute hier nochmal im besonderen Thema war. Das wird auch für uns sicher weiter eine Rolle sein. Wir haben ja auch, wie gesagt, Frauen befragt, werden das auch dokumentieren und im Hinblick auf die weitere Debatte dort sicher nochmal einen Schwerpunkt drauf legen. Vielen und Dank, Frau... Moment, Hilfsfonds wollte ich noch ansprechen. Ach, der Hilfsfonds, den hätte ich jetzt auch. Taz-Kollegin, genau. Ich habe eben Bezug genommen in meiner Rede auf die Forderung des Runden Tisches sexueller Missbrauch, dass hier ja ein Hilfsfonds aufgelegt wird. Wir haben da eigene Hausaufgaben zu machen innerhalb der Partei. Es wird die Verantwortung seit einigen Jahren von Bund und Ländern hin und her geschoben, wie man diesen Hilfsfonds für Betroffene, ich hoffe, ich lerne, für Betroffene ausstattet, um angemessen zu helfen, wobei es schon vermessen ist, überhaupt den Begriff angemessen in den Mund zu nehmen. Aber liegen denn konkrete Erkenntnisse dem zugrunde, dass Sie wissen, es gibt Opfer, denen Sie über diesen Fonds helfen wollen? So habe ich die Frage der Kollegin verstanden. Naja, sie hat zunächst mal gesagt, ich hätte von Entschädigungsform im grünen Kontext gesprochen. Das habe ich nicht. Es ging uns darum, eben gezielt den Hilfsfonds zu unterstützen. Wir haben natürlich im Kontext mit der eigenen Partei immer wieder auch, sind mit den Forderungen nach Entschädigungen konfrontiert worden. Und wir können nur sagen, wir haben bisher keinen belegbaren Beweis, dass wir ein Ort der Tat waren, der zu solcher Legitimation geführt hat. Aber das ist bisher, und das ist der derzeitige Stand der Kenntnis. Weil wenn es weitere Erkenntnisse gibt, wenn wir weiter nachschauen müssen, dann sind auch diese Fragen relevant. Vielen Dank, Frau Peter. Frau Noll, die Frage, bitte um kurze Antwort, weil sonst wird's Essen warm. Gibt's warmes Essen? Also wird's kalt. Die Frage nach den Täterinnen. Ich glaube, das ist eine Frage, die aus ganz verschiedenen Aspekten hier mehrfach angesprochen wurde. Ja, also das Thema Täterin war in der Tat erstmal vernachlässigt, aber nochmal zurück zum zur feministischen Bewegung. Das war ja nicht eine Einheitsbewegung, sondern sie unterlag ja unterschiedlichen Strömungen. Da wurde teilweise auch Gewalt gegen Gewalt auch gekämpft, auf Straßen wurde irgendwo mal erwähnt, tatsächlich. Aber da hat man zum Beispiel versucht, eben mit gleichen Mitteln zurückzuschlagen. Dagegen gab es wieder die Gegenbewegung, Gegendiskussion von friedensbewegten Frauen. Also das war sehr kontrovers diskutiert. Nochmal zurück an die und Mittäterinnen, genau die Frage kommt immer wieder auf. Wir wissen aus aktuellen Forschungen und aus frühen Forschungen der 90er und also, dass es
sexualisierte Gewalt findet hauptsächlich, also zum größten Teil gegen Frauen statt. Da will ich nicht jetzt sagen, dass es nicht gegen die Gewalt gegen Jungen gibt. Die gibt es natürlich auch und dazu muss natürlich auch noch weitere Forschung folgen. Dazu haben wir auch wenige Erkenntnisse. Aber die Geschlechtsspezifik liegt tatsächlich, also alle repräsentativen Untersuchungen belegen die Häufigkeit. Also da können Sie auch zurückgreifen auf die aktuelle von 2005 vom Bund erhobene repräsentative Studie zur Lebenssituation von Frauen. Und die belegen das auch. Es gibt auch nochmal eine Männerstudie, kann man auch nochmal nachlesen. Ein ganz kurz, ich wollte nur mal sagen, zu der Radio, einfacher, die Absage an die Wissenschaft, klar, ja, zu dem Zeitpunkt kann ich das total unterstützen, weil es war eben in der Gründung und im Aufbauphase, wenn Sie darüber nachdenken, dass Anfang der 70er die ersten Fachhochschulen gegründet worden sind, auch der Studiengang Soziale Arbeit, die sich ja auch Sozialarbeiterinnen sehr stark sich zu dem Thema ja auch engagierten. Das Wissen basierte sehr stark auf dem Alltagswissen, aus der Selbsterfahrung der betroffenen Frauen, die sich ja auch nachher aus der Selbsthilfebewegung gegründet haben. Und natürlich gab es auch die Professionalisierung hat erst in den 80ern stattgefunden und in den folgenden Jahren. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Frau Dr. Noll. Herr Beck. Also einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für diese Perspektive, auch dass man als ehemaliges Opfer nicht immer Opfer bleibt, man ist Betroffener und dass man in unserem Diskurs die Menschen nicht in einer bestimmten Rolle einmauert, sondern dass es auch mit Perspektiven auf Heilung, Gesundung und ein neues Leben gibt. Das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Sie haben auch das Thema sexuelle Befreiung und der Kontext zum Missbrauch angesprochen. Ich glaube, wir müssen beides sehen, eine gewisse Art von Dialektik der sexuellen Befreiung. Ich glaube auch, das Reklamieren des sexuellen Selbstbestimmungsrechts des Kindes als schutzbedürftig gegenüber Erwachsenen ist natürlich die Voraussetzung auch der Befreiungsdiskurs gewesen, dass man das überhaupt ernst nimmt. Gerade wenn man am Anfang schaut, mit welchem Tabu zu kämpfen war, dass man darüber spricht, dass es die Familie nicht die heile Welt ist, sondern für manche Kinder eine ganz unheile Welt war, nämlich eine Welt des Missbrauchs. Das war ein Tabu und dagegen musste man lange ankämpfen, dass man darüber reden konnte. Und obwohl ansonsten Sexualität ja sozusagen eher negativ belegt war, darüber durfte man nicht reden, dass Eltern, Verwandte sexuelle Übergriffe an Kinder gemacht haben. Und ich glaube, auch das ist ein Teil des der Befreiung, genau wie der Missbrauch des Befreiungsdiskurses für die Legitimation von pädophilen Handlungen und sexuellen Übergriffen gegenüber Kindern. Dann wurde die Bündnisfrage angesprochen von Heteromännern und mit Schwulen. Die habe ich ehrlich gesagt in meiner Geschichte, ich bin aber erst seit 85 in der Schwulenbewegung aktiv, bislang noch nicht erlebt. Also wer mir da mehr dazu erzählen kann, mag das gerne tun. Da lerne ich gerne dazu. Ich habe eigentlich immer gesagt, die Schwulen sind die Kriegsgewinnler des Geschlechterkampfes, weil die Frauenbewegung hat uns natürlich durch die Infragestellung der Geschlechterrollen erstmal Spielräume für die Emanzipation schwuler Männer eröffnet. Und das hören wir jetzt aber mal gerne. Sage ich gerne auch nochmal Danke, wenn ich zu Gast beim Gunda-Wendt-Institut bin. Zu dem Thematik, die da hinten angesprochen wurde mit Frauen als Täter. Natürlich gibt es Frauen als Täter auch in allen Deliktbereichen, wo es Männer als Täter gibt. Aber von der zahlenmäßigen Relevanz muss man sagen, ist das schon überwiegend ein Männerproblem. Vielen Dank, Herr Beck, dass du Zeit gefunden hast, heute bei uns zu sein. Hänsel hat den Aufschlag gemacht mit einem kurzen Übereinblick in die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ihnen gebührt das kurze, prägnante Schlusswort. Ja, dann ganz kurz zu der Nachfrage nach weiblichen Mitgliedern
der Pädophiliebewegung. Uns liegen darüber nur ganz wenige Erkenntnisse tatsächlich vor. Also innerhalb der großen Organisationen finden sich auch einzelne Frauen, die da mitgewirkt haben. Meistens jedoch nicht sehr prominent und meistens nicht sehr lange. Die Sachen, die Sie gerade angesprochen haben mit Kanalratten, Uranienstraße und dergleichen, wäre das gewesen, was mir auch bekannt ist. Darüber hinaus liegen mir aber jetzt keine großen Informationen vor, aber ich gebe zu, dazu haben wir keine systematische Recherche gemacht. Also wir haben einmal ganz kurz in das Archiv reingeschaut. Ich habe gesehen, dass es da potenziell auch einen kleinen Diskurs gegeben hat, der sich positiv von weiblicher oder von feministischer Seite auch darauf bezogen hat. Feministisch nehme ich hier zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht genau, wo man jetzt wen da verorten muss. Aber ich kann an der Stelle jetzt nicht genau sagen, wie das verlaufen ist. Ich denke aber, es wird relativ marginal sein, aber das müsste man nachprüfen. Herzlichen Dank. 25 Minuten Essen fassen, dann geht's hier weiter. Viel Spaß. Applaus